guten Abend, meine Damen und Herren, zum Plankenstark 39 mit folgenden Gästen. Ba-ba-ba-bam. Gute Laune! Heute ist richtig gute Laune. Wie geht's euch? Hallo? Achso, ihr seid noch gemutet. Huch, jetzt nicht mehr. Hallo. Aha. Oh, wow. Hi. Oh, wer ist denn dieses bärtige Wesen da unten? Mein Name ist Kapitän Spackbacke. Nein, mein Name ist Christa Kowalski. Man kennt mich, oder man nennt mich eher Kuro. Ich bin leitender Redakteur bei Gameswelt, habe hauptberuflich mit Videospielen zu tun und bin, glaube ich, auch deswegen heute hier. Anders wow. Kann ich mir das nicht erklären. Es liegt an deinem Bart. Ach so, ja. Ich habe dich nur wegen deinem Bart eingeladen. Ich hab ihn für dich heute auch nochmal so ein bisschen schnipp, 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 schnipp. Du siehst gut aus. Das ist gelogen, aber danke. Das ist überhaupt nicht gelogen. Entschuldigung, guck dir doch mal hier diese Partie an. Ich finde das sexy. Ich bin Panda. Du machst sexy. Wenigstens sieht Sali neben dir nicht ganz so schlimm aus. Wow. Wow. War der jetzt unter, ich fand ihn jetzt nicht unter der Gürtellinie. Sali, ich hab dich lieb, okay? Aber der war nicht unter der Gürtellinie. Absolut nicht. Du darfst Stellung nehmen. Ich mag darüber nicht mehr Mimimi machen. Okay. Ich bin's leid. Mhm. Und für allen anderen geplagten Menschen momentan wegen den Pollen, I feel you. I feel. Es ist ja... Ich bin solidarisch. So, und bevor gleich wieder alle fragen, Sally ist ohne Farbe, warum ist die Farbe draußen? Weil ich mit Farbe nicht so gut aussehe momentan. Und ja, in Schwarz-Weiß ist es nicht besser, aber ein bisschen besser. Doch, es ist ein bisschen besser. Es ist besser. Darum ist die Farbe weg. So, also bitte keine Diskussion mehr heute, warum hat sie keine Farbe. Aber schön, dass wir da sind. Ja. Das ist echt schön. Finde ich auch. Ich freue mich gar sehr. Bin wie ein Uhrwerk. Noch. Noch? Ja. Sollte sich das ändern heute? Ich weiß es nicht. Kann ja alles passieren. Nee. Wir wollten dir eigentlich so ein paar Fragen stellen zu deiner Arbeit, so was du so machst, weil wir haben hier ja auch Publikum, die mit den neuen Medien noch nicht so wirklich in Kontakt getreten sind und da kann man ja mal fragen. Wir haben ja früher alle diese Zeitungen gekauft. Ja? Gibt's die noch? Nee, gibt's nicht mehr. Wirklich nicht? Doch, natürlich gibt es noch Printmagazine im Bereich der Videospielberichterstattung. Ich glaube, die wird es auch immer geben. Meinst ist ja auch gut. Man hat ja auch gerne mal was in der Hand. Macht ihr sowas noch? Wir kaufen. Haben sowas nie gemacht. Nicht? Sind Gameswelt. Die Online-Präsenz, für die ich arbeite, war schon immer online. Ich hatte auch gedacht, dass ich früher, aber da gibt es irgendwas, was ähnlich, glaube ich, hieß. Wobei. Heißen die nicht alle so? Wir hatten mal eine Zeit lang einen Ableger, der sich an Eltern richtete, die halt irgendwie Nachwuchs haben, die Videospiele spielen. Aber das haben wir nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß. Auch ein Printmedium. War auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ja, es war ein kostenloses Printmedium, glaube ich. Das konnte man irgendwie dann immer so abgreifen. Das erschien auch relativ unregelmäßig, glaube ich. Ich habe nur ein paar Mal was dafür gemacht. Hm. Aber ja. Mittlerweile sind ja alle Eltern videospielaffin und kennen sich alle aus. Natürlich. Also kenne ich viele in meinem Bekanntenkreis, die sich sehr gut mit Videospielen auskennen und jetzt Eltern werden. Definitiv. Spielen die kein Zelda? Nee. Ja, dann weiß ich auch, warum du das so viel gespielt hast. Du musstest es rauslassen und mit Menschen teilen, die das auch gerne mögen. Genau, so sieht's aus. Okay, ich verstehe. Ja, was? Du jetzt hier bei uns. Wo kommst du her? Wo bist du gerade und wo willst du hin? Ich bin aktuell in München seit 2009. Davor war ich im Ruhrgebiet. Ich bin gebürtiger Oberhausener, das Detroit Deutschlands. Ja. Wollte eigentlich nach Köln ziehen, weil ich eine Zeit lang bei Giga gearbeitet habe, von 2007 bis 2009, aber dann wurde Giga eingestellt und ich war gerade in meiner Ausbildung zum Redakteur und dann bin ich nach München gezogen, weil das halt beruflich sich ergab und jetzt bin ich in München relativ zentral, relativ bezahlbar.
eine Wohnung hat auch, meine Wohnung hat auch ein Dach, von daher. Ich beschwere mich nicht. Das Wellblech. Oh, die Mieten in München sind extrem. Ja, aber ich habe tatsächlich Glück gehabt für die Lage, die ich hier gerade habe. Direkt am Olympiapark. Das ist mein Garten. Oh, cool. Das ist schön. Dein Garten? Mhm. Gräbst du auch um und machst Unkraut? Nö, das machen andere Menschen. Und, okay. Aktuell ist er noch für die Öffentlichkeit zugänglich. Bald nicht mehr? Mal gucken. So. Das ist so je nach Tagesform. Manchmal renne ich rum und schrei, geht weg, das ist mein Garten. Und dann kommen halt so komische Leute und tragen mich immer raus. Das ist sehr, sehr seltsam. Und die sagen dann, das ist der Garten? Das ist mein Garten. Ich mach das voll gerne. Ich hoffe, dass ich irgendwann im Alter, ich bin diese Alte, die keiner leiden kann. Geht weg da, seid leiser. Da freue ich mich auch schon drauf. Das mache ich gerne. So 15 Kinder vorm Haus und dann gehe ich und sie sind laut und laut und keinen stört und mich stört. Ich gehe dann raus und schrei. Und dann richtig, richtig spießermäßig. Ja, ich bin. Das wird super. Voll geil, Spießer zu sein. Großartig. Ja, gute Pläne. Schön. Macht Spaß. Das freut mich. War Giga deine erste Berührung mit Videospiel, so berufstechnisch? Ja, tatsächlich. Eigentlich wollte ich Erzieher werden. Mhm. Das passt jetzt super. Ja. Ich habe jetzt die Kinder verjagen. Genau das Gegenteil zu meinem Beruf gemacht. Ja, ich wollte eigentlich Erzieher werden, habe halt mein Abitur auch dementsprechend ausgerichtet und hatte ein paar Monate Zeit, bevor meine Erzieherausbildung, meine schulische Erzieherausbildung anfing und habe mir dann gedacht, okay, die Zeit willst du halt irgendwie nutzen und da ich damals sehr, sehr gerne Giga geschaut habe, dachte ich mir, ja, dann versuchst du mal halt irgendwie als Praktikant da reinzukommen, habe wirklich eine desaströse Bewerbung geschrieben. Also wenn ich so eine Bewerbung bekommen würde, ich würde sie direkt zerreißen. Ich würde ein Video davon machen, ich würde sie zerreißen und anzünden und dieses Video halt zurückschicken. Glücklicherweise hat das irgendwie geklappt und war dann Praktikant bei Giga. Habe mich am Anfang für also damals gab es ja bei Giga halt auch schon verschiedene Konsolenformate zur Xbox 360, zur PlayStation 3 und zur Nintendo Wii. Habe mich damals um die Nintendo Wii Show gekümmert, die hieß Wiimotion. Und das wurde dann immer mehr und mehr. Und nach einem Monat war mir eigentlich schon relativ klar, dass ich halt hier bleiben möchte und dass das halt meine berufliche Zukunft werden muss. Und das hat dann alles noch ein bisschen gedauert. Ich war dann noch 10 Monate Praktikant, bis sie mir halt ein Volontariat angeboten haben. Und ein Volontariat ist halt eine berufliche Ausbildung zum Redakteur. Mhm. Geht 2 Jahre, man wird bezahlt und ist danach, je nachdem, wo man arbeitet, in der Regel eigentlich Jungredakteur. Und ja, das war ich dann halt, bis Giga eingestellt wurde. Das war auch so ein bisschen so vom Timing her alles ziemlich kacke tatsächlich, weil ich an diesem, also es war 2009 und es war Freitag, der 13. Februar. Und an diesem Freitag wollte ich eigentlich mit einem Kumpel, der auch bei Giga gearbeitet hat, wollte ich nach Köln ziehen und eine WG starten. Und an dem Freitag war halt der Umzug geplant. Und dann wurde verkündet so, ja, Giga wird eingestellt. Dann habe ich meine Mutter angerufen und gesagt so, jo, ich ziehe dieses Wochenende nicht nach Köln, ich ziehe nach München. Fand sie auch eher semi-cool. Aber Giga war meine erste Berührung beruflich, was Videospiele zu tun hat. Ich erinnere mich auch noch an den Tag, an dem Giga eingestellt worden ist. Ich hatte nämlich euch immer laufen, weil ich damals auch Satellit hatte. Und das war ja eine riesen Shitshow, ne? Plötzlich von einem Tag auf den anderen lief nichts mehr. Und ich weiß nicht, wo es war, aber dann habe ich irgendwo Interviews dann mit anderen gesehen von euch, wie das dann abgelaufen ist. Wahrscheinlich DVDL oder so. Kann sein. Ich meine, das war Etienne, der dann irgendwie interviewt worden ist. Und der dann auch relativ ehrlich damit umgegangen ist. Und ja, es war, also für mich zumindest war das alles, kam das alles sehr, sehr plötzlich. Am Montag wurde halt gesagt, so, okay, es gibt am Freitag ein Meeting. Hm. Und dann gab es natürlich ein bisschen Flurfunk. Und einige haben auch gesagt, so, oha, das könnte eventuell eher semi-gut enden. Ich
habe das alles irgendwie eher so abgetan. Ich dachte, ja gut, Giga gab es 10 Jahre und wir hatten dann damals auch Premiere im Rücken. Und von dem, was ich so gehört habe, von meinen Arbeitskollegen und Vorgesetzten, war es halt so, dass Giga es finanziell auch damals in diesem 10. Jahr auch eigentlich relativ gut ging oder besser als halt in den Jahren davor. Deswegen waren eigentlich alle sehr euphorisch. Das Problem war, so wie ich das mitbekommen hatte, so wie man mir das erklärt hat, war, dass halt Premiere irgendwann gemerkt hat, so ups, wir haben ja gar nicht so viele Abonnenten, wie wir mal aufgeschrieben haben oder wie wir mal verkündet haben und mussten deswegen alles abstoßen, was nicht Pay-TV war. Und das war ja Giga auch nicht. Und ja, also es war sehr, sehr schade. Ich glaube, ich hatte auch, glaube ich, das letzte Take mit Flo zu 4-3, wenn ich mich recht erinnere. Und das war eine ganz komische Stimmung. Wir kamen halt Freitag ins Office und wir hatten halt einen Raum, unser Archiv, wo halt die ganzen Videospiele waren, wo man sich auch mal ein paar Spiele ausleihen konnte und sich eingetragen. Und ich erinnere mich daran, dass diese Schränke abgeklebt waren. Ich dachte mir so, oh, das ist aber komisch. Hab mir nichts dabei gedacht. Und dann kam halt Stefan Borg, der Chef der ganzen Geschichte, und hat gesagt, okay, wir treffen uns unten. Ich habe was zu verkünden. Und dann hat er gesagt, Giga wird eingestellt. Und dann erstmal Tears. Wir haben uns dann auch später nochmal getroffen, Stefan Borg, und er meinte so, dass ich ihn komplett gekillt hätte, weil ich da einfach stand. Ich habe halt Giga wirklich sehr geliebt. Und das war stellenweise sehr viel Stress, weil ich stellenweise halt auch gerade vom Weihnachtsgeschäft so von 10 bis 23 Uhr gearbeitet habe, also Früh- und Spätschicht, um halt Sachen vorzuproduzieren, aber ich habe es sehr gerne getan. Und dann muss man sich vorstellen, ich habe in Mülheim an der Ruhr gewohnt, im Ruhrgebiet, und das ist so, ich habe von Tür zu Tür immer 2 Stunden gebraucht, Pi mal Daumen, an Fahrtweg. Und dann kann man sich ja vorstellen, ne, irgendwie 6 Uhr aufgestanden, 7 Uhr los, um 10 Uhr in der Redaktion, bis 23 Uhr gearbeitet, 2 Stunden zurück, und das ging halt stellenweise wochenweise. Ja. Aber es hat mir absolut nichts ausgemacht, weil auch mit dem Team und das, was wir gemacht haben, also wir waren schon eine ziemliche Trümmertruppe, aber es hat halt irgendwie geklappt, und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, sind auch so mit die fähigsten Menschen, die ich kenne. Aber es hat halt nicht sollen sein. Mittlerweile würde ich aber trotzdem so weit gehen und sagen, für meinen beruflichen Werdegang oder für meine Ausbildung, die ich genießen durfte, war es schon ideal, weil ich so die Möglichkeit hatte, ein Jahr als Volontär, also ich war insgesamt, glaube ich, etwas über 2 Jahre bei Giga, ein Jahr als Volontär so bei einem Piratensender arbeiten durfte. Und dann hatte ich aber die Chance, mein Volontariat bei Premiere fertig zu machen. Ja. Und das war dann nochmal anderthalb, ja, auch nochmal 2 Jahre so einfach so Big Business Fernsehen produzieren. Und das hat mir, glaube ich, auch schon eine Menge geholfen. Aber nichtsdestotrotz erwische ich mich immer dabei, wie ich halt so ein bisschen ins Konjunktiv abrutsche und dann überlege, so, was wäre, wenn? Ne, was wäre, wenn es Giga noch geben würde? So gerade auch jetzt, so in den letzten Jahren, wenn man sich halt anschaut, wie naja, Videospiele im Internet behandelt werden, ne, mit YouTube, mit Twitch. Was für eine Möglichkeit oder was für eine Chance hätte Giga werden können oder sein können? Und das ist dann immer noch sehr, sehr schade. Das stimmt, aber Ich werde auch nie vergessen, wie Weihnachtsfeier 2008 meine beiden CVDs, Chef vom Dienst, zu mir kamen und meinten so, damals hatte ich noch den Spitznamen Captain Kowski, 2009 machen wir dich zum vollständigen Netzreporter, das wird dein Jahr. Ich so, yes, das wird super. Ich habe schon immer mal wieder vorher so ein bisschen vor der Kamera gemacht, aber ich dachte mir so, ey, das wird fantastisch. Dein Leben ist perfekt. Bitte, lass es niemals ändern. Lass es sich niemals ändern. Ja, und dann 6 Wochen ins neue Jahr reingeschlittert, Laden wird dicht gemacht. Du, ich, also klar, hätte Fahrradkette, aber ich glaube, so diese ganze Giga-Geschichte, weil die ja relativ beliebt eigentlich bei den Jugendlichen früher war, hat mit dazu beigetragen, dass jetzt überhaupt Let's Plays in Deutschland so groß geworden sind, unter anderem.
weil man sich halt schon von jung auf, ich bin mit Giga aufgewachsen, so, ich habe vom ersten Tag an, als NBC Giga an den Start gegangen ist, hing ich halt vor der Glotze als kleines Kind und habe bis zum letzten Tag mit Unterbrechungen, weil ich dann zwischenzeitlich keinen Satellit hatte, aber habe das halt geguckt und daher kommt bei mir auf jeden Fall mit die Affinität überhaupt auf YouTube und dann hinterher auf Twitch Let's Plays und eben Streams zu gucken. Und ich glaube, das geht vielen so. Ja, es ist halt auch, also immer so dieser Gedanke, so, wenn es halt noch ein, zwei Jahre, ne, wenn es halt noch ein, zwei Jahre durchgehalten hätte, was für Möglichkeiten hätte, was für eine, auch für eine Rolle hätte Giga einnehmen können in der Berichterstattung über Videospiele im Fernsehen. Vielleicht würde es jetzt ein bisschen anders aussehen, aber das ist halt immer so, ne, hätte, wäre, wenn. Genau. Naja, gut, daher kommst du. Jetzt bist du aber in München. Korrekt. Bei der Gameswelt. Leitender, was hast du gesagt, leitender? Redakteur. Redakteur. Ja. Was macht man als leitender Redakteur? Was macht man als leitender Redakteur? Paulaner Spezi trinken. Paulaner Spezi trinken. Also ich habe ein bisschen Orga-Kram, um das ich mich kümmern muss. Also ich arbeite halt eigentlich auch so meinem Chefredakteur zu. Matthias Grimm, der halt seit ein paar Monaten da ist, war vorher bei Gamona. Primär hat sich das aber ein bisschen verschoben. Ich mache nicht mehr so viel Orga-Kram, so mit freien Autoren koordinieren, wer was macht, weil wir halt auch von Gameswelt freie Autoren beschäftigen, die dann halt Spiele auch testen oder Artikel schreiben oder hin und wieder auf Events gehen oder Lösungen zu Spielen erstellen. Mit denen muss man sich natürlich auch ein bisschen koordinieren und das halt zum Beispiel, dass sie halt ihre Testmuster bekommen, dass sie halt ihre Deadlines einhalten, generell, wer macht was, so ein Kram, das mache ich halt nur noch vereinzelt. Primär schreibe ich Artikel, hin und wieder News, sei es halt Spieletests, Specials und so ein Kram und fliege häufig auf Events und berichte von da mit einem Kameramann, dann geht's halt eher darum, okay, wir sind zum Beispiel bei einem Entwickler XY, können das Spiel anspielen, ein paar Moderationen drehen, Interviews führen und so ein Kram und ja, Spiele testen auch. Das ist schon toll, ne? Ist toll. Aber ist auch sicher sehr, sehr anstrengend. Ist anstrengend, ja, definitiv. Und es ist halt auch ein Job. Ich glaube, was halt auch hin und wieder Leute unterschätzen eventuell, ist halt so, wie wenig man hin und bisweilen spielt. Ist halt auch oftmals dann so, ja, okay, hier Redaktionskonferenz, was ist gerade, worüber könnte man gerade schreiben, was ist, gibt es irgendwas, was in der nächsten Zeit wichtig werden könnte. Pokémon Go war halt im letzten Sommer etwas, wo man nicht drumherum kam. Jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Players Unknown Battlegrounds und so ein Kram. Destiny 2 wird auch in den nächsten Monaten ein relativ wichtiges Thema. Und dann guckt man so, ja, okay, wie kann man das halt redaktionell aufbereiten? Gibt's denn bei euch die Leute, die tatsächlich den ganzen Tag nur da sitzen und spielen und dann Reviews verfassen? Es gibt tatsächlich niemanden, den wir haben, der immer nur Spiele spielt. Gibt es nicht. Also ich würde mich immer bewerben. Es ist halt immer so ein bisschen auch so phasenweise. Ne? Also ich hatte jetzt letztens, also meine letzten Wochen waren relativ dröge, was so Spiele betrifft. Also ich hatte tatsächlich so ein, zwei Wochen, wo ich keine Spiele getestet habe. Dann kam aber so als Doppelschlag Yooka-Laylee und Dark Souls 3 DLC, The Ringed Blood. Davor hatte ich halt, wie gesagt, ein bisschen Pause. Davor hatte ich aber Horizon Zero Dawn und Ghost Recon Wildlands fast von Woche zu Woche. Also das war halt Back-to-Back. Und gerade bei solchen umfangreicheren Spielen, ja, dann kann das auch sehr schnell den Stress ausarten. Weil du weißt, du kriegst dann Testmuster. Du hast halt, du weißt, wann das Embargo ist, ab wann man darüber berichten darf. Und dann willst du natürlich auch dazugehören. Und ja. Und dann bei so umfangreicheren Spielen, wo die Spieldauer etwas höher ist, kann man schon mal ins Schwitzen geraten. Und wie viel spielst du dann? Also wenn du so eine Review machst? In der Regel
immer bis ich es durchgespielt habe. Das schaffe ich auch relativ oft. Horizon Zero Dawn habe ich komplett durchgespielt, Wildlands auch, Ukulele fast. Ukulele habe ich, glaube ich, dann jetzt 30 oder 40 Stunden gespielt. 30, ich glaube, es waren eher 30, war nicht ganz fertig. Das lässt sich auch nicht immer vermeiden, aber man merkt irgendwann so, ah, okay, ich glaube, ich habe jetzt so das Gefühl dafür, wie das Spiel funktioniert und ich traue mir zu, was darüber zu schreiben. Und ich mache das ja jetzt seit, okay, Giga habe ich halt 2007 angefangen, bei Gamesfeld bin ich seit 2011 und irgendwann entwickelst du auch so ein Gefühl dafür, wann so ein Spiel halt, wann du merkst, okay, ich habe alles gesehen, es ändert sich nicht mehr so viel. Aber natürlich fühle ich mich immer wohler, wenn ich ein Spiel durchspiele. Und letztes Jahr zum Beispiel Dark Souls, das haben wir kurz vor Ostern bekommen, habe ich mich halt eingesperrt über Ostern. Und halt, das war Freitag, Samstag, Sonntag. Donnerstag, Mittag habe ich angefangen, habe ich 75 Stunden gespielt. Dann nimmst du dir auch mal Arbeit mit nach Hause. Ja, das lässt sich halt auch nicht vermeiden. Ich versuche es mittlerweile tatsächlich so hinzuschieben, dass ich am Wochenende nicht arbeiten muss. Ich teste mittlerweile sehr, sehr ungern Videospiele am Wochenende, weil ich halt gerne am Wochenende auch mal was anderes machen möchte. Oder halt, das Ding ist, wenn du Videospiel testest, kannst du auch nicht immer so spielen, wie du möchtest. Das wollte ich auch gerade fragen. Da bleibt viel auf der Strecke, oder? So, ich bin zum Beispiel jemand, das Verlieren. In Spielen verlieren. Und das denke ich mir, dass das unglaublich, also ab und zu einem einfach auf der Strecke bleiben muss, weil es ja dein Job ist, weil du Gas geben musst, weil du wahrscheinlich Termine hast, wann was abgegeben wird. Und das ist auch mal schade, ne? Ja, vor allen Dingen, weil ich halt auch jemand bin, der sehr, sehr langsam spielt. Mhm. Also ich kann mir wirklich, wirklich außerordentlich viel Zeit für ein Videospiel nehmen. Bestes Beispiel aktuell Zelda, was ich glücklicherweise nicht testen muss, habe ich jetzt 110 Stunden gespielt und ich bin nicht mal ansatzweise zur Hälfte fertig. Aber du spielst es ohne Schnellreise. Ich spiele es ohne Schnellreise. Und sollte man das dazu sagen? Ist nicht immer einfach. Ja. Mittlerweile denke ich so hin und wieder so, ah, jetzt mal kurz wohin teleportieren, will ich aber nicht. Und sowas, und wenn du ein Spiel testest, dann läuft das natürlich ein bisschen anders ab. Aber ja, manchmal lässt es sich nicht vermeiden, gerade halt so zum Weihnachtsgeschäft, so ab September, letztes Jahr war es so, da kam einfach vom September bis Ende November jede Woche ein Blockbuster. Ne? Das fing ja irgendwie mit Battlefield 1 an, dann kam Titanfall, dann kam Call of Duty und es ging ja einfach immer so weiter. Und dann lässt es sich natürlich nicht vermeiden, aber ich versuche das schon weitestgehend vorher hinzukriegen oder die Wochenenden mir so frei wie möglich zu halten. Kann ich fragen, was du Ukulele gegeben hast, falls ihr die schon raus habt? Ukulele-Test ist online. Wir haben mittlerweile keine Zahlenwertungen mehr. Ah, okay. Ich habe gesagt, ist gut, aber es ist nicht magisch. Leider. Also ich habe, wenn ich es immer im Vorfeld gespielt habe oder Kollegen das irgendwie auf Events gespielt haben, war es immer so, oh, das ist schon ziemlich magisch. Magisch war irgendwie so der Begriff, der damals oder bis vor kurzem zu Ukulele noch gepasst hat. Aber als ich mich dann mit dem Test befasst habe oder das Spiel getestet habe, war es leider nicht mehr magisch. Und es tut mir wirklich weh, weil ich von Anfang an irgendwie mir gehofft habe, dass das Spiel so wird wie damals. Und es ist tatsächlich so geworden wie damals. Ja. Nur mir ist bewusst geworden, so vielleicht hätte es nicht 100% so wie damals sein sollen. Ja. Ich frage deswegen, weil ja die Reviews wirklich komplett hin und her gehen bei dem Spiel. Also die einen geben dem eine 10, die anderen eine 2. Und die einen sagen, es ist Müll, die anderen sagen, es ist das beste Spiel, was sie je gespielt haben, so fast. Und deswegen, ich habe es selber schon angespielt. Ich habe am Freitag auch einen Key bekommen dafür. Ich darf es auch erst am Montag aber spielen, also öffentlich. Und ich fand's cool. Es fühlt sich wirklich an wie ein Rare-Game mit 60 FPS und 1080p. Aber man merkt, dass es ein gecrowdfundetes Spiel ist. Und es wirkt an manchen Ecken noch nicht, also es hat noch nicht den Polish, den es halt verdient hätte, finde ich. Also wenn ich eine Zahlenwertung hätte geben müssen,
wäre ich, glaube ich, bei den, also wir hatten bis zuletzt noch 10er-Wertungen von 1 bis 10 halt mit 0,5er Schritten. Ich glaube, ich hätte eine 7,5 gegeben. Mhm. Damit hätte ich mich ganz wohl gefühlt. Ja, ich freue mich drauf, es zu spielen, weil es sieht echt cool aus. Ja, ich werde es auch noch weiterspielen. Also es macht Spaß, aber stellenweise war ich auch wirklich wütend. Ja. Was heißt denn für dich, das wollte ich noch fragen, was heißt denn für dich, dass ein Spiel fertig gespielt ist? Also hast du dann in Dark Souls zum Beispiel einfach nur bis zum Endboss gespielt oder hast du wirklich mehrere Charaktere aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, verschiedene Builds und dann so weiter? Also bei Dark Souls 3 war es so, Dark Souls 3 habe ich glücklicherweise durchbekommen. Das waren, glaube ich, 40 Stunden und dann habe ich noch mal so die letzten anderthalb Tage einfach mich komplett in der Welt ausgetobt, ein paar andere Sachen probiert, versucht, jedes Geheimnis zu finden, geguckt, dass man halt auch ein bisschen was von der Online-Komponente schon mal ausprobieren kann. Ging halt in dem Fall leider nicht, das musste ich dann nachtragen zum Release. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei Yooka-Laylee habe ich es halt nicht ganz durchbekommen, da war es mir halt vor allen Dingen wichtig, jede Welt zu sehen auf jeden Fall. Also ich habe auch, glaube ich, so ziemlich jede Fähigkeit freigeschalten bekommen. Halt möglichst viel Sammelkram zu finden, um halt ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wie schwierig wird das Spiel oder wie ist generell halt so Sammelkram, wie lässt sich's finden? Es gab auch ein bisschen es gibt ja auch ein paar Multiplayer-Sachen in Yooka-Laylee. Mhm. Da habe ich halt nur ganz kurz reingeschaut, weil das halt auch einfach eher halt nur so ja, das ist halt dran geklatscht, ist halt da. Aber das war mir wichtig, ja. Okay. Also es kommt halt natürlich halt aufs Spiel an, ne? Wenn du halt so ein Sportspiel hast, ne, wenn ich dann zum Beispiel NBA 2K testen muss, was halt so gesehen kein Ende hat, ja. dann schaust du dir halt, dann spielst du halt in jeden Modus rein, in jeden Modi rein, guckst halt, dass du halt so die Finessen im Gameplay rausbekommst. Und dann, es ist tatsächlich schwer zu sagen, wann, also so pauschal zu sagen, wann bin ich mit einem Spiel fertig. Das ist halt so eher mittlerweile tatsächlich so ein Gefühlsding. Aber irgendwann macht es Klick. Und wenn ich das Gefühl habe, es kommt nichts mehr Neues, oder ich kann abschätzen, so ich habe alles gesehen, alles gemacht, ich fühle mich mit allem vertraut, ich kann zu allem meine Meinung preisgeben und die begründen, das ist halt das Wichtigste, wenn du halt sagst, so hey, im Spiel XY ist das und das so, oder dann muss ich halt auch begründen können, warum, weil das ist ja immer eine sehr, sehr subjektive Sache. Und wenn ich halt alles begründen kann, warum das so ist und ich mir sicher bin, dann reicht das, in meinen Augen. Wobei natürlich, klar, durchspielen ist immer geiler und das schaffe ich auch meistens. Aber leider nicht immer. Ja. Na gut, mit Zeitdruck ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, so ein Spiel durchzuspielen. Ja. Ich kann mich erinnern, ich musste mal Crysis 3 testen und meine Version kam per Kurier am Samstagmittag. Embargo war Montag. Aber das war halt ganz gut bei Crysis. Das habe ich am Samstagmittag angefangen, war aber auch Samstagabend fertig. Hm. Aber das ist halt auch dann eher unschön. Ja. Lief das auf deinem Rechner damals? Ich habe die Konsolenversion getestet. Ah, okay. Da läuft's ja wahrscheinlich. Ja, das waren solide 25 bis 30 Frames. Großartig. Kriegt ihr denn noch, das ist nämlich eine Frage, die mich interessiert, weil ich höre immer von Total Biscuit und so, dass gerade große Publisher jetzt anfangen, nicht mehr Copies rauszuschicken an Review, Blogs, Seiten, Magazine. Merkt ihr da auch was von? Nee, tatsächlich nicht. Also es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, ne? Wir hatten jetzt zu Wildlands, haben wir 28 Versionen bekommen, glaube ich. 28? Dann habe ich aufgehört zu zählen. Es waren immer 4 Versionen pro Plattform im Vorfeld. Hm. Und dann aber nochmal Retail-Muster. Ubisoft ist da stellenweise je nach Spiel schon die jene All-In. Mhm. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wenn du so kleinere Spieleentwickler hast, Indie-Entwickler, dann musst du meistens halt auch mal anfragen.
Aber in der Regel werden wir immer bemustert. Mhm. Also ich spüre dann, manchmal ist es halt, was dann eher etwas kritischer ist, ist, wann wir bemustert werden. Weil wenn du ein Spiel testest, möchtest du natürlich im Idealfall, bevor das Spiel erscheint oder wenn das Embargo fällt, Embargo ist halt so das Datum, ab dem man über ein Spiel berichten darf, ja. Möchtest du natürlich so viel Zeit wie möglich haben. Und meistens sind es nur noch so ein paar Tage. Man hätte aber natürlich gerne auch mal vielleicht eine Woche oder vielleicht sogar zwei, wenn man völlig utopisch denken möchte. Aber das ist nicht immer der Fall. Ukulele war jetzt so ein Sonderfall. Da habe ich die Version schon deutlich früher bekommen und konnte dann entsprechend mir die Zeit nehmen. Bisschen unglücklich. Dark Souls, The Ring City kam dann auf einmal so plötzlich rein, auch mit einem relativ knappen Embargo. Und das musste ich dann kurz vorschieben. Und dann musste ich wieder zu Ukulele zurückkehren. Und dann hatte ich auch noch ein paar Events, war also auch nicht immer in der Redaktion. Und so entstand dann schon wieder ein bisschen Zeitdruck. Wie viele Leute seid ihr da? Also, bei Gameswelt? Wir sind ein bisschen aufgesplittet. Gameswelt gehört zur Web Media Publishing AG, aber im Gegensatz zu GameStar oder PC Games gehören wir keinem großen Verlag an, wie zum Beispiel Ströer oder Computec. Wir sind auch die Web Media Publishing AG, aber die Web Media Publishing AG hat auch noch ein paar weitere Outlets und mittlerweile haben wir auch die WASD Media, die sich um den Vertrieb von ein paar Printmagazinen, von so ein paar Tech-Zeitschriften, so Fotozeitschriften kümmert. Das machen aber nicht wir. Das machen dann halt auch ein paar Leute, unsere Sales-Abteilung. Wir haben auch mittlerweile bei Web Media Publishing AG eine relativ große Social-Media-Abteilung. Bei Gameswelt, wenn wir dann halt von der Redaktion, wir haben eine Textredaktion, da sind mit Chefredakteur so 4, 5. Videoredaktion sind 3 aktuell. Auch da suchen wir gerade noch einen Volontär. Dann haben wir halt, also das ist ja eigentlich schon so das Gameswelt-Kernteam. Und dann macht halt das Social-Media-Team halt ein bisschen, also natürlich Social Media für die Facebook-Seite, Twitter und so ein Kram. WASD-Media bzw. die Sales-Abteilung macht dann halt so den ganzen Marketing-Sales-Kram. Und dann ist die Geschäftsführung der Web Media Publishing AG ist natürlich halt im Endeffekt so Strippenzieher. Also in der Redaktion in München vor Ort sind wir vielleicht mit allen drum und dran 25. Und dann haben wir aber noch, und das ist ein bisschen schwer halt unter einem oder zu zählen, immer mal wieder freie Autoren für News und für Komplettlösungen und für normale Textbeiträge für Reviews und so ein Kram. Und da kommen und gehen immer mal wieder welche. Das ist ein bisschen schwer abzuschätzen, weil ich das auch nicht mehr betreibe, so federführend. Mhm. Spielst du denn auf Arbeit direkt, also in der Redaktion oder auch zu Hause oder nur zu Hause? Also wenn ich kann, spiele ich schon lieber in der Redaktion. Okay. Wir haben in der Redaktion haben wir ein paar Ecken, wo man die Konsole anschließen kann, wo man halt so Capture-Kram anschließen kann und dann spielst du da. Da haben wir im Flur zum Beispiel eine Station oder halt in unserem Studio. Mittlerweile, ich Fuchs, hab mir einfach meinen zweiten Monitor, HDMI-Kabel, dann mache ich da die Konsole dran. Muss ich nicht mehr aufstehen. Spiele ich einfach an meinem Platz. Und dann spiele ich eigentlich immer, wenn es möglich ist, lieber in der Redaktion, weil wenn ich nach Hause komme, dann möchte ich gerne abschalten. Und wenn du dann Spiele testest, ist das für mich nicht mehr abschalten. Es sei denn, ist es halt sowas wie Dark Souls. Aber selbst bei Dark Souls ist das auch so mittlerweile, dass ich sage so, okay, wenn ich das jetzt irgendwie redaktionell bearbeiten muss, wenn ich es testen muss, dann will ich es in der Redaktion testen. Und wenn ich dann irgendwie am Wochenende, dann möchte ich halt machen, was ich möchte. Wenn ich irgendwie Spiele teste, dann habe ich immer noch so das Gefühl, ich muss jetzt dieses Spiel spielen, weil ich dieses Spiel spielen muss, weil ich halt einen Test dazu schreiben muss. Und dann ist das natürlich ein anderes Spielen. Und
am Wochenende möchte ich halt dann eher so ein bisschen abschalten. Aber du zockst eben auch in deinem Privatleben, also wie jetzt zum Beispiel Zelda oder so. Also wenn du nicht am Arbeiten bist, zockst du trotzdem. Ja, also es hat auch immer wieder so Phasen gegeben, wo ich keine Lust mehr hatte, wo ich dann halt so einen anderen kreativen Ausgleich gesucht habe. Mhm. Ich gehe dann halt zum Beispiel fotografieren oder mache halt irgendwas anderes. Manchmal gibt es halt auch einfach Phasen, wo ich keine Lust auf Videospiele habe. Aber dann, wenn halt natürlich so ein absurder Spielefrühling kommt und du hast halt, keine Ahnung, Horizon Zero Dawn, ja, du hast Persona 5, du hast Zelda, du hast Dark Souls DLC, dann kommt die Spiele-Euphorie auch ganz schnell wieder zurück. Ja, es war ein großartiger Start dieses Jahr. Ja, oder höllisch, also stressig. Großartig. Wir hatten, glaube ich, so in den ersten 3 Monaten 40 Events oder so, wo halt dann Leute unterwegs waren. Oh, wow. Also es ist halt komisch, weil früher war halt so der Frühling immer relativ ruhig. Dann ist eigentlich nichts passiert. Und du konntest dann in der Redaktion auch so ein bisschen, mal ein bisschen stressfreier arbeiten. Ne? Da war so, okay, den Artikel kann ich auch morgen fertig schreiben. Ne, seit 1-2 Jahren haben die Spieler, Publisher auch mittlerweile gemerkt, so, ey, shit, wir können ja auch Spiele im Frühling veröffentlichen. Sommer geht übrigens auch. Ich warte nur auf den Sommer. Ja. Kommt da jetzt was im Sommer? Ist schon was angekündigt? Naja, Prey kommt jetzt noch. Splatoon. Prey kommt. Aber das war's auch, oder? Also, mehr wüsste ich nicht. Ich hab bei Prey. Ich hab nur Prey auf dem Schirm für, warte, was kommt denn noch? Nicht viel. Und es kann auch erstmal so bleiben, ne? Wir haben ja die E3, ja, wir haben ja die Gamescom. Mass Effect hast du die ganze Zeit nicht aufgezählt. Ja, Mass Effect. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Nee, da sollten wir vielleicht. Was? Also der Spielesommer kann ruhig noch ein bisschen leerer bleiben, weil mit der E3 und der Gamescom, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn irgendwie ein Blockbuster-Titel während einer Messe erscheint. Ist halt einfach jeder aus der Redaktion unterwegs auf der Messe. Ja, und wer testet jetzt das Spiel? Ja, der im Hotel. Was ist denn das? Im Hotel dann. Boah, ich muss zugeben, letztes Jahr zur Gamescom habe ich meine PlayStation mitgenommen, um No Man's Sky zu spielen. Wow. Und darf man jetzt auch nicht mehr öffentlich laut sagen. Hast du Spaß gehabt? Ich habe immer noch Spaß mit. Siehst du, ich auch. Ich werde es jetzt auch noch mal, wir haben ja ein Update raus und sowas. Sind noch ein paar Achievements, die man jetzt holen kann, im höchsten Schwierigkeitsmodus mit Permadeath und so. Ist dann doch noch mal was mich eventuell so doch noch mal juckt. Also ich habe das auch über 60 Stunden gespielt und habe Freude gehabt. Ich habe eine schöne Frage bei Twitter, die gerade theoretisch noch relativ gut reinpasst. Hat die Community eines Spielemagazins Einfluss, wie Artikel verfasst werden oder wie gearbeitet wird? Also ich kann ja immer nur aus unserer Sicht oder beziehungsweise aus meiner Sicht das schildern. Nee, haben sie in der Regel nicht. Natürlich nimmt man auch dann, wenn man einen Artikel veröffentlicht hat, schaut man mal in die Kommentare, die meistens dann so. Bei Tests ist es in der Regel so, da bin ich auch sehr dankbar, dass wir dann wieder jetzt keine Wertung mehr haben, weil damals war die Wertung zu hoch, bist du gekauft, war die Wertung zu niedrig, hast du halt keine Ahnung von der Thematik. Mhm. Und das ist dann schon bisweilen auch mühselig, sich dann mit den Kommentaren auseinanderzusetzen. Aber es kommt hin und wieder mal vor, dass wir Vorschläge bekommen aus der Community, so, hey, wie wär's denn mal, wenn ihr irgendwie darüber schreibt oder das Thema mal beleuchtet? Und dann kann man sagen, so, okay, das ist interessant. Und dann kann man das aufgreifen oder in halt auch mal nach Meinungen fragen und die dann vielleicht einen Folgeartikel mit einbinden. Aber in der Regel beeinflusst unsere Arbeitsweise oder wie wir halt schreiben oder wie wir Artikel verfassen, spielt die Community keine Rolle. Okay. Warum habt ihr denn jetzt von Zahlen, oder warum seid ihr von Zahlen weg? Gab es dafür einen bestimmten Grund? Oder war das weil schon der Grund? Social Media. Zahlenwertungen einfach die Pest sind. Ja. Das ist halt ein völlig antiquiertes, kaputtes System,
dass die Spielebranche sich halt auch selbst geschaffen hat. Ich meine, mittlerweile ist ja so dieses allgemeine, die allgemeine Auffassung, so Spiele unter 80% sind zum Beispiel scheiße, spielt kein Mensch, sind halt schlecht. Ab 8 Punkt oder ab 8, 80% fängt halt erst so eine Wertungsskala an. Was natürlich prinzipiell immer super heikel ist. Und dann halt auch so, okay, ist das Spiel jetzt eine 70, eine 71, eine 72, wo ist da der Unterschied? Ist das Spiel eine 7,0 oder eine 7,5? Wann, also eine 7,5 oder eine 8? Die Zahl davor ist ja dann auf einmal wichtiger. Kannst du halt so dieser Prozess, eine Wertung zu finden, ist halt mühselig. Und früher waren Wertungen wichtig oder Wertungen sind halt wichtig, weil Publisher oder PR-Firmen halt gerne mit Wertungen halt hausieren gehen. Die schmücken, ja. Ja. Und dann halt auch in Trailern ganz gerne mal so eine Wertung einblenden. Aber es ist halt aus redaktioneller Sicht super anstrengend gewesen, eine Wertung zu finden, ne? Und dann war eine Wertung irgendwie, dann hast du halt auch mal einen Anruf bekommen von der PR-Firma, so, ja, Wertung ist aber ziemlich scheiße. Ne? Und wir haben halt eigentlich immer, oder warum wir das so lange nicht gemacht haben, war halt aus dem Grund, weil es Bedenken gab, okay, wenn wir jetzt die Wertung abschaffen, könnte das eventuell PR-Firmen oder Entwickler stören und das sind so, ja, okay, keine Wertung, ihr seid nicht mehr so wichtig. Stellt sich heraus, ist zumindest in unserem Fall gar nicht so. Überhaupt nicht. Wir haben immer noch, was wir haben halt Awards. Ne? Es gibt halt ein Award, wenn das Spiel prinzipiell sehr gut ist, dann gibt es noch für spezielle Kategorien Design, Technik, Mehrspieler, Story, Sound. Und wenn du sagst, und das ist halt auch einfach viel angenehmer und ich glaube, die Leute, es ist auch für die Leute einfach viel einfacher, dann, wenn du sagst, so, ey, hier, das Spiel hat hervorragenden Soundtrack. Wir geben dafür einen Award. Und die sehen dann, aha, das Spiel hat einen hervorragenden Soundtrack. Das kannst du ja aus einer, wenn das Spiel 78 hat oder 82, was sagt dir das als Spieler? Also als potenzieller Käufer. Das ist im Endeffekt eine Zahl und ich glaube, Gesundheit. Danke, Entschuldigung. Dass Videospiele das oder Videospielberichterstattung das auch einfach nicht mehr braucht. Ich habe gemerkt, und das geht in unserer Redaktion jedem so, wenn du dann halt so ein Spiel wie Ukulele hättest, da hätte ich mir einen Ast abgebrochen, da eine Wertung zu finden. So kann ich halt schreiben, so, ey, natürlich, wir hatten auch vorher ein Fazit und Kram da reingeschrieben. Du kannst halt sagen, so, ja, ey, das ist gut, das ist nicht gut. Im Endeffekt, solider Start. Ne? Wenn Playtonic Games einen Nachfolger machen, fantastisch. Und im Endeffekt, vielleicht hättest du irgendwann ein Award bekommen, in dem Fall halt leider nicht. Dieser Rattenschwanz, eine Wertung zu finden, fällt halt weg. Das ist eine riesige Erleichterung, zumindest für uns Spieletester in unserer Redaktion. Eurogamer macht das ja auch, die haben höchstens noch, wenn ein Spiel gut ist, dann gibt es einen Empfehlenswert und wenn es halt richtig klasse ist, dann kriegt es halt einen herausragend. Glaub, und die Kotaku fahren damit auch ganz gut. Ja. Und es ist für uns angenehmer, wir haben irgendwie nicht mitbekommen, dass das irgendwas verändert von der Wahrnehmung, sowohl von der Community als auch von PR-Seite. Ja, und es erleichtert uns halt einfach den Job. Also merkt ihr jetzt keine Unterschiede zu früher, dass ihr jetzt keine Zahlen mehr gebt? Nö. Das absolut. Weiß ich nicht, euch vielleicht weniger Leute eure Reviews lesen oder. Nee, da gab es tatsächlich absolut keinen Unterschied. Natürlich. Man mag es kaum glauben, aber Tests prinzipiell sind halt nicht so die Themen, mit denen man Klicks generiert. Was mich wundert, weil als Streamer merkst du halt, wenn irgendwas rauskommt an Spielen, dann gibt es immer diese Fraktionen, die kommen dann schon in den Chat rein und sagen, das Spiel hat die und die Wertung bekommen. Brauchst du gar nicht erst spielen. Was gibt's bei dir denn nächste Woche zu sehen? Ja, das und das. Brauchst du nicht spielen.
die und die Wertung. Und ich sage dann immer, sag ich, naja gut, bin ja schon alt genug, um mir selbst eine Meinung zu bilden und 3,5, 9,5 oder sonst was interessiert mich da mich selber gar nicht. Darum finde ich das eine super Idee mit diesem Award. Ne, wenn das dann heißt, dieser Soundtrack ist einfach wow, dann weiß ich, okay, weil ich lese ab und zu auf der Seite, so, okay, dann werde ich da ein bisschen drauf achten, aber ansonsten gehöre ich halt eher zu denen, die sich immer selber eine Meinung davon machen. Aber es gibt eben die, die denen das super wichtig ist, ja, was ihr da reinschreibt. Nicht nur Publisher-Firmen, sondern eben auch Konsumenten. Und die sind dann, ne, brauchst du nicht spielen. Hab ich schon gelesen. Ist nichts. Wertung. Und die Leute sagen spielt, ja, nein. Die Leute sagen ja auch mittlerweile so, ja, es hat halt nur eine 8 bekommen. Hm. Mal irgendwann, wenn es günstiger ist. Was halt auch so kompletter Quark ist. Weißt du, selbst wenn irgendwie ein Ukulele nur eine 7 bekommt, dann ist es immer noch ein gutes Spiel. Aber das ist halt nicht mehr so die Wahrnehmung der breiten Masse. Sowohl halt irgendwie als Tester, ne? Eigentlich könntest du ja von 1, selbst wenn man halt sagt so, ja, okay, eigentlich müsste ja, wenn von 1 bis 10 geht, selbst 5 ist ja noch ein Spiel, da kannst du sagen, okay, das ist ja eigentlich für Fans oder für Leute, die das Genre mögen. Aber gib mal eine 5. Das ist ja das Schlimmste, was in irgendeiner Form, in virtueller Form jemals hergestellt wurde. Eine 5 von 10. Und oder das ist halt mal, so einfach. Gib mal so, Breath of the Wild eine 7. Ja. Hier, ich verfolge ganz gerne Easy Allies, falls ihr die noch kennt. Das sind die ehemaligen Game-Trailer-Typen. Und die haben Breath of the Wild eine 4,5 gegeben von 5 Sternen. Ja. Was die für einen Shitstorm bekommen haben. Die Leute sind stellenweise komplett ausgerastet. So, die Zelda-Community ist sehr, sehr speziell. Ja, und bei uns fällt das weg. Ja. Wir haben halt Awards. Und es kann auch sein, dass ich für Dark Souls damals, für Dark Souls 3, sehr, sehr viele Awards vergeben habe. Aber das ist ja dann auch okay. Das ist halt deutlich entspannter. Und wie gesagt, eigentlich wissen das, glaube ich, auch die meisten Leute in der Branche, dass halt Zahlenwertungen komplett antiquiert sind und so absolut nicht mehr funktionieren, weil es eigentlich nur noch, normalerweise ist so die Wertungsspanne so, du hast halt die komplette Wertungsspanne, aber wenn man ehrlich ist, fängt es eigentlich nur noch bei 7 an. Ja. Bekommt ihr da eigentlich öfter Shitstorms? Gibt's das mal, dass dann Leute total entrüstet sind über eine Wertung, die ihr gegeben habt, wo eben jemand andere, ich stelle mir das gang und gäbe vor, oder? Dass Leute da sagen, und wie konntest du nur? Ja, ja, klar. Eine also 7,5. Es ist das allerbeste Spiel aller Zeiten. Warum habt ihr nicht 10 gegeben? Also wie gesagt, war die Wertung zu hoch, ist man natürlich immer gekauft. Und halt parteiisch ist die Wertung zu niedrig, hat man keine Ahnung von der Materie und dann sollte das auch eigentlich jemand anderes testen. Das ist schon anstrengend, ja, oder? Das ist super anstrengend. Und es gab auch gerade in meiner Anfangszeit, da habe ich mich auch stellenweise mit den Leuten richtig gefetzt in den Kommentaren. Felix Rick, der ja auch mal bei Giga war, wie so ziemlich jeder in der Spielebranche. Ich kann mich erinnern, ich habe mal Black Ops 2 getestet. Und nee, Modern Warfare 3 war das. Und ich hatte Spaß gehabt. Ich glaube, ich habe auch irgendwas so, damals hat man noch Prozentwertung, irgendwas um die 80 gegeben. Ich weiß es nicht mehr. Und da sind auch die Leute komplett ausgerastet. Und ey, wir sind da aber auch komplett eingestiegen, bis dann irgendwann meine E-Mail von ganz oben kam, in der stand so, ja, macht mal lieber Piano. Und ja, es ist frustrierend, total. Vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, so 40, 50 Stunden in so ein Spiel reinbutterst und dann zerbrichst du dir irgendwie noch einen ganzen Tag oder 2 Tage den Kopf, wie du das halt in Textform umsetzt, schreibst dann irgendwie 15.000 Zeichen und der erste Kommentar ist dann halt so, ja, du hast ja keine Ahnung und dann denke ich mir so, ja, gut. Auf solche Kommentare gehe ich auch ehrlich gesagt nicht mehr ein. Wenn dann tatsächlich mal Fragen kommen, dann beantworte ich sie sehr, sehr gerne. Aber so Bullshit-Kommentar-Action geht hier rein und dann da raus. Weil sonst hätte ich, glaube ich, noch weniger Haupthaar als ohnehin schon. Ja. Also hier ist alles nach unten gerutscht, oder?
Geht das nicht auch als Haupthaar? Naja, eigentlich lassen wir den Bart auch nur so lang wachsen, damit ich ihn irgendwann... Nach oben käme. Afro. Du wolltest was sagen, Lisi? Nee, ich wollte nur sagen, dass der Bart toll ist. Achso, ja. Ja. Oh, vielen lieben Dank. Muss ich allerdings auch sagen. Wenn wir jetzt bei Zahlen sind, was ist deine Meinung zu Metacritic? Hast du überhaupt eine? Ich check noch ganz gerne Metacritic. Ja. Weil ich da einfach, also ich... ich habe sehr lange gebraucht, bis ich gelernt habe, dass wenn ein Spiel nicht, zum Beispiel Last Guardian, ganz kurz, für die, die nicht wissen, was ist das? Metacritic? Ja. Metacritic ist eine Seite, ein Portal, die fassen Wertungen zusammen von Publikationen und machen daraus eine Gesamtwertung. Das machen sie zu Filmen, Spielen, Serien und Musik. Das Interessante ist, wenn man auf Metacritic geht und dann schaust du dir verschiedenen Genres an, dann ist es bei Musik, Film und TV-Medien so, dass alles bis 75, manchmal auch bis 70 und darunter noch ein grünes Kästchen hat. Um die Wertung herum, um die Zahlenwertung. Bei Videospiele ist es so, dass ab 74 hast du ein gelbes Kästchen hinter der Wertung, hinter der Gesamtwertung. Und das zeigt allein schon, wie verkorkst Spielewertungen eigentlich mittlerweile sind. Mhm. Und dann habe ich halt Last Guardian und ich liebe Last Guardian. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Und natürlich habe ich dann auch, ich habe es getestet, habe geschrieben, ist ein Meisterwerk. Awards durch die Bank weg, bis auf Technik, weil Technik ist halt scheiße. Und hab dann natürlich zum Release-Tag gecheckt. Okay, Metacritic. Ah, gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so gut heißt in dem Fall, was war das? Vielleicht so um die 80 rum. Mhm. Dann dachte ich mir so, aber für so ein Meisterwerk, das müsste doch eigentlich, müsste durch die Decke gehen. Ja, aber dann habe ich irgendwann, vielleicht ist es mittlerweile so meine Altersmüdigkeit, dass ich gesagt habe, so ja, drauf geschissen. Das Wichtigste ist, dass man selber damit Spaß hat. Ja. Aber das ist doch egal. Für mich war es auch ein absolutes Meisterwerk. Ja. Bei dieses Spiel war sensationell letztes Jahr und ich habe geheult. Ich habe geweint ohne Ende. Also es war so schlimm, dass mein Mann neben mir stand und ich so. Also es war ein fantastisches Spiel. Aber es gibt auch Menschen, die halt dann sagen, war scheiße. Und ich stehe da so. Was? Ja, war scheiße. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das kann ich so gar nicht nachvollziehen. Ne? So, was? Ja, die Steuerung ist scheiße. Nein, das spielt sich so. Das ist halt. Ich hab's nicht mehr gespielt und find's scheiße. Aber du magst doch keine Paulaner Spezi. Nee, das ist ein Meisterwerk. Das ist halt, ja, Metacritic Last Guardian ist. Boah, halt wie er das halt einfach 82. wegspielt, was? Da willst das du mal was sagen. Also, Metacritic. Tut mir leid. Ja, ist okay. Ja, also es hat auch für mich eine Zeit lang oder eine sehr, sehr lange Zeit gebraucht, bis ich gemerkt habe, so, ey, ist doch einfach komplett egal, was andere Leute darüber denken. Ich meine, es ist immer schön, wenn du irgendwas entdeckt hast oder irgendwas spielst oder irgendwas konsumierst und du siehst dann, ja, das finden andere auch geil. Mhm. Weil dann hast du so ein bisschen die Bestätigung, so, das, was du spielst, das ist halt wirklich gut. Mhm. Und das ist halt auch in den Augen anderer gut. Und dann kannst du sagen, so, ja, ich hab's aber schon eher gespielt oder was auch immer. Aber im Endeffekt ist das alles egal. Mir ist das alles mittlerweile komplett egal. Wichtig ist, dass ich es mag. Und das ist ja auch immer so, wenn du dann so mit Leuten diskutierst und sie sagen so, ey, ja, aber hier, 4Players hat dem Spiel aber eine bessere Wertung gegeben. Was natürlich nicht stimmt, weil 4Players gibt niemals irgendwie irgendeinem Spiel eine bessere Wertung. Mhm. Dann ist das auch okay. Also das Wichtigste ist ja, dass Leute irgendwie Publikationen oder Tester finden, die dann sagen, so, ey, die haben ungefähr einen gleichen Geschmack. Hier, die mögen ungefähr das, was ich mag. Und die suche ich mir raus. So, das ist so ein bisschen wie Kirschenpflücken. Ne? Hier den Tester von Polygon mag ich. Oder generell Polygon, deren Art, wie Spiele getestet werden, mag ich. Und damit kann ich mich identifizieren. Vielleicht nehme ich mir noch das
und das. Und dann schaue ich mal, was die so schreiben. Aber selbst im Endeffekt ist das auch nicht so wichtig. Am wichtigsten ist immer selber spielen, wenn man die Möglichkeit hat. Ist natürlich jetzt aktuell nicht mehr so einfach, weil Demo-Versionen, wenn sie überhaupt kommen nach Release, gibt es mittlerweile nicht mehr. Und das ist schon sehr, sehr schwer. Und klar sind Wertungen immer noch so ein Indiz dafür, wenn man sagt so, okay, Videospiele sind unfassbar teuer. Und ich bin natürlich in einer sehr bequemen und vorteilhaften Position, dass ich halt sehr viele Spiele konsumieren kann. Und diese Chance haben viele Menschen nicht. Ja. Die holen sich dann im Jahr 2, 3 Spiele. Und wenn sie sich nicht FIFA holen, weil sie wissen, was sie bekommen, oder Call of Duty, weil sie wissen, was sie bekommen, und das halt immer noch gut gemacht ist, dann sind Wertungen natürlich schon noch wichtig. Aber ich finde es wichtiger, anstatt die Wertungen einfach nur zu sehen, halt zu lesen, warum etwas so ist. Warum hat jetzt Spieletester XY jetzt in Ukulele, warum hat er die Wertung gegeben? Okay, ich lese, aha, ein paar Passagen sind halt richtig nervig, Kamera macht Probleme, Technik ist nicht gut. Warum denkt er so? Und dann ein Verständnis dafür bekommen, ah, okay, deswegen findet er das Spiel nicht gut und ich weiß, ah, der mag aber hier diese und diese Spiele, hilft mir das jetzt. Dann suche ich mir nochmal einen Vergleich. Und dann macht man sich eine Meinung, vielleicht aus den verschiedenen Eindrücken, die man in Textform gesehen hat, oder halt auch Videos, YouTube, auf Twitch, Video-Reviews. Die Wertung allein sozusagen, ja, okay, ein Spiel hat jetzt, es hat eine 89, aber wenn es eine 90 gehabt hätte, dann hätte ich mir auch zu Vollpreis geholt, finde ich eher fatal. Ja. Und dann kommen die Leute, die sagen, so, ja, ein Spiel muss man objektiv testen. Entschuldigung! Objektiv testen finde ich gut. Was wollte ich denn jetzt gerade fragen? Objektiv. Ist das denn, aber Moment. Da ihr ja jetzt nicht mehr eine Bewertung abgebt, landet ihr überhaupt noch bei Metacritic? Wir waren nie bei Metacritic. Ach so. Also du bist ja nicht automatisch bei Metacritic. Ja. Du musst dich ja dafür mehr oder weniger bewerben. Ach so. Und ich weiß, dass ein paar deutsche Medien, glaube ich, auf Metacritic sind, 4Players, soweit ich weiß. Ich glaube auch die PC, ja, GameStar. Und die müssen dann halt nochmal das Zitat, was sie dann, das müssen sie halt einschicken. Ja. Wir waren nie bei Metacritic. Okay. Ja, und gut, uns gibt's immer noch. Ja. Dann spielt es ja auch keine Rolle. Lesen dann in der Tat viele Leute die Artikel heutzutage noch? Also Tests, es kommt immer darauf an. Also wenn es ein richtiger Blockbuster ist, ich weiß, dass ich habe Horizon Zero Dawn getestet, das haben tatsächlich wirklich viele Leute gelesen, nicht nur für einen Test, sondern auch prinzipiell. Aber Tests sind nicht mehr die Form von Artikeln, wo du Leute mit ranziehst. Also Tests sind, wenn man halt mit anderen Artikelformen vergleicht, wie zum Beispiel Top Tens, Specials und Kolumnen, wenn du halt wirklich hart in die Meinungsschiene rein driftest. Ein Bruchteil. Fast schon lächerlich wenig. Also wenn wir nur Tests anbieten würden, ich glaube nicht, dass es Gameswelt noch geben würde. Also Tests spielen fast kaum noch eine Rolle. Ich muss persönlich sagen, ich gucke mir Tests selber auch lieber auf YouTube an, wenn ich mir Tests angucke. Aber meistens gucke ich mir keine Tests an, weil ich eben nicht gespoilert werden will. Zum Beispiel bei Zelda bin ich komplett, habe ich alles weggenommen. Ich habe mir nur die Metacritic angeguckt, habe da mit angefeuert, dass das noch höher geht. Ging dann halt runter, aber war ja auch egal. Aber so, ich wollte, wenn ich mich überhaupt nicht spoilern lassen möchte, das mache ich jetzt auch bei Nier Automata, habe ich das genauso gemacht, dann gucke ich einfach nichts und dann lese ich auch nichts. Und es könnte daran liegen, unter anderem, dass man sich einfach, weil viele, viele Tests sind mittlerweile sehr, sehr voll von Spoilern, vor allen Dingen bei so Spielen wie Nier Automata, wo du halt wirklich ab Stunde 5 schon wirklich anfängst zu spoilern und kannst ja nicht über die ersten 5 Stunden dann reden, nur, sondern muss ja auch erzählen, warum eben dieses Spiel so fantastisch ist. Und das ist halt auch etwas, was ich versuche, wenn ich einen Test schreibe zu einem Videospiel,
versuche ich so wenig wie möglich über die Story zu schreiben. Also klar, so, ey, Story ist gut, weil spannend erzählt, interessante Kniffe, Charaktere gut. Das reicht in meinem Fall schon. Ich finde es auch wichtig, auch manchmal gar nicht alles zu verraten. Ich hatte jetzt zum Beispiel in meinem Test zum Dark Souls 3 DLC, The Ringed Blood, gibt es halt ein paar Geheimnisse und Spielelemente, die ich absolut einfach nicht erwähnt habe. Ich habe gesagt, so, ey, es gibt Geheimnisse und es lohnt sich halt, alles auszukundschaften, weil du halt auch dafür belohnt wirst. Aber ich habe nicht gesagt, so, ey, hier übrigens, es gibt das und das, also es gibt Spoiler oder es gibt eine Mechanik, die mal in Demon's Souls eingeführt wurde, die jetzt zurückkehrt in einem Gebiet, weil ich dann eher es bevorzuge, dass die Leute das dann selber entdecken. Also es gibt natürlich Reviews, da sagen die so, okay, und dann kommt das und dann kannst du das machen, das funktioniert so und dann lernst du ihn kennen und am Ende bist du da und dann passiert das und klar, können sie machen. Ich bin eher ein Fan davon zu sagen, so, ey, hier, Mechanik funktioniert deshalb gut oder hier, Charakter ist interessant, weil interessante Herkunft, hier, was so Persönlichkeit betrifft, anstatt halt alles auszuschlachten. Weil ich halte meine Tests auch lieber relativ komprimiert. Weil A, liest eh keiner mehr lange Texte, wenn überhaupt. Ja. Und B, ja, es gibt halt Elemente, also eine Story versuche ich immer so weitestgehend wie möglich zu vermeiden. Klar, man kann natürlich am Anfang sagen, so, ey, das Spiel dreht sich darum. Das ist so der Aufhänger. Aber dann zu sagen, so, ja, und dann passiert das, und dann ist man da, und das fällt dann noch vor, bin ich nie der Fan von. Mhm. Weil mich das auch abfacken würde, wenn ich das lesen würde. Ich finde, die beste Bewertung eines Spiels ist, wenn man nur reinschreibt, lies nichts über das Spiel, sondern spiel's. Wenn ganz viele Reviews in der Steam-Seite da drunter stehen, die nur das schreiben, dann bin ich meistens schon dabei, es zu kaufen, weil das sind dann meistens die wirklich mitunter besten Spiele. Ja, das ist halt dann bei uns etwas schwieriger. Ja, eben. Schön Einsatz-Review. Okay, Leute, let's go. Klick mal an das Ding. Hat mir Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, tschüss. Mit was meint ihr euch denn? Diese Spiele wie Undertale, genau, zum Beispiel, richtig. Wo jedes Wörtchen einfach schon Spoiler sein kann. Und Undertale habe ich genau so deswegen damals gekauft, weil eben alle Reviews nur gesagt haben, lies nicht weiter, wenn du nicht gespoilert werden willst, spiel's erstmal. Und dann komm wieder. Oder wie hieß dieses Browser-Game, was jetzt im zweiten Teil in einem versteckten Spiel vorgekommen ist? Frog Fractions zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Solltest du spielen. Ich werde dir jetzt nichts darüber erzählen. Aber Frog Fractions ist auch so eins, so, ne, diese, die dein Hirn nehmen und einfach mal komplett durchwursteln, weil du nicht damit gerechnet hättest. Aber hättest du damit gerechnet und hättest du vorher schon gewusst, was passiert, dann ist halt alles vorbei. Dann macht es nur noch halb so viel Spaß. Und das sind meistens halt Spiele und Reviews, die ich halt am liebsten lese, weil dann weiß ich, okay, das Spiel muss ich spielen. Hm. Ja, definitiv. Spiel Frog Fractions. Okay. Spielt alle Frog Fractions. Okay. Mit was haltet ihr euch denn so über Wasser, wenn jetzt Spiele-Reviews nicht mehr das Ding sind? Top Tens ist eine Absurdität, wie gut die geklickt werden. Tens? Top Tens. Also einfach so, auch so komplett absurde Top Tens. Zum 1. April hatten wir die Top 10 Top Tens. Okay. Da muss ich nochmal gucken, wie die geklickt wurde. Ich glaube, die wurde richtig gut geklickt. Weil die auch einfach so dumm ist. Und natürlich am 1. April, da funktioniert das schon mal. Also es ist wirklich erstaunlich, wie die Leute halt dann wissen wollen. So, ey, was ist denn auf Platz 1? Selbst wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, Top 10 Wälder ist. Und dann halt Specials, sowas wie Kolumnen, sie gehen ganz gut. Ich hatte letztens meine Kolumne geschrieben. Das war, als ich Rainbow Six Siege für mich entdeckt habe. Da habe ich geschrieben, Fanboy, dass ich Statistiken, so KD-Statistiken, dass ich sowas nicht sehen will.
weil mich das einfach fertig macht. Natürlich bin ich auch stellenweise selber schuld. Ich könnte einfach besser spielen, kann ich in dem Fall nicht. Aber ich dann, es gibt bei mir immer diesen, oder es gab bei mir diesen kritischen Punkt, so ey, alles unter einer KD von 1 ist halt scheiße. Und dann muss ich dann da sitzen und so lange spielen, bis die KD positiv ist. Darüber habe ich geschrieben, dass ich das sehr angenehm fand. Dass Titanfall 2 das nicht hatte am Anfang. Und dann wurde es nachgepatcht. Statistiken. Weil mich das einfach nur fertig macht. Und weil ich das sehr, sehr destruktiv fand. Und das wurde ziemlich gut geklickt. Ich habe letztens aber noch was geschrieben. Was war das denn? Oh ja, ich habe eine Top 10 geschrieben. Top 10, also Arbeitstitel war Top 10 Dopamin. Eine Top 10 mit Momenten oder aus Videospielen. Wenn du zum Beispiel in Rainbow Six das Ace holst, fühlst du dich gut. Wenn du in Tetris machst, fühlst du dich gut. Wenn du einmal in der Lage bist, bei Minesweeper nicht auf eine verdammte Mine zu klicken, fühlst du dich gut. Da war auch das Feedback sehr, sehr positiv. Ich versuche jetzt noch durchzudrücken. Top 10 der besten Sprungknöpfe. Ist aber gerade nicht so einfach. Sprungknöpfe? Ja, Leertaste. X. Ist ein sehr guter Sprungknopf. Oh Gott. X auch, hervorragender Sprungknopf. X? X. Ja, X. PlayStation, X. X ist super. Obwohl das Xbox X auch gut ist als Sprungknopf. Ja, aber das X, da, das ist halt, man ist es so gewohnt. Weil da kannst du halt noch A drücken und dann aus dem Rennen X. Ja, aber kann ich doch bei X, kann ich bei der PlayStation kann ich noch Quadrat drücken. Ja, aber geht das einfacher von der Hand? Das müsste man halt irgendwie. Das ist halt, das geht halt so, zack, zack. Wir reden aber auch über Controller, nicht nur Tastatur. Yeah. Oder meinst du das, ja, alles. Tastatur X? Alles Mögliche. Alles. Ach so. Dann macht aber bitte auch einen Top 10 der schlechtesten Sprungtasten. Ja, ist dann wieder umgekehrt. Ja. Da hätte ich gern Bloodborne auf Platz 1. So bei, sie haben Dark Souls 2 entwickelt, wo sie den linken Analogstick reingepatcht haben, dass man den auswählen konnte. Man hat sich daran gewöhnt, weil es so viel besser ist, als die B-Taste gedrückt zu halten und dann nochmal zu drücken, wie in Dark Souls 1. Und in Bloodborne haben sie es komplett vergessen. Und du musst wirklich wieder, auf der PlayStation ist das ja Kreis gedrückt halten, erst rennen und dann nochmal drücken. Ja, ist kein guter Sprungknopf. Nee. Das ist kein guter Sprungknopf. Moment, aber das ist kein Sprungknopf, sondern das ist eine Sprungmechanik, die du gerade. Also, das ist schon. Was? Naja, aber es da geht du ja erst darum. Rennen musst. Ja, aber auch selbst dann in Dark Souls 2, der linke Analogstick zum Springen ist sehr unkomfortabel. Ja das stimmt. Aber komfortabler als die B-Taste. Ist ja Dark Souls 2, ne? Ja, aber Dark Souls 3 haben sie es dann wieder mit reingenommen. Da kann ich jetzt wieder auf der Analogtaste springen. Das war ja eine gute Besserung, die sie in Dark Souls 2 reingenommen haben. Klar. Hä? Ich hatte auch mal springst eine Zeit du lang. Immer noch auf der Kreistaste? Klar. Da falle ich immer vom Rand. Es ist ein Controller. Du brauchst ja sowieso, ey, du kannst nicht am Abbrand stehen. Ich hab gesehen, wie lange du gebraucht hast, um dieses eine Achievement zu holen, um dem Mädel unter dem Rock zu gucken. Wie kann man sich denn da nur so einen abschruppen, habe ich mir gedacht. Jetzt stell dich doch da endlich mal hin und halt da runter. Geht nicht. Die Kamera geht immer. Nein, die Kamera geht automatisch weg vom unterm Höschen. Ja, du musst wirklich dir Mühe machen, eine vernünftige Stelle am Rand finden, wo die Kamera dann eben nicht weghüpft. Man merkt, dass du da nicht der Controller pro, weil sie ist ja so oft runter und dann denke ich mir, oh, jetzt ist der da schon wieder halb am runterhüpfen. Denke, Die wiegt 140 Kilo, die 2B. Die ist kein Mensch, die ist ein Roboter. Ja, es also war auch so, als wenn ein Elefant auf den Controller rumtippt, also von dem her. Das ist schwierig, der Frau unter den Rock zu gucken. Und ich muss 10-mal machen, um dieses Achievement zu bekommen. Ja, also aber Controller ist doch jetzt wirklich nicht schwer. Nee, ist auch nicht. Also eine Tastatur finde ich da schon schwerer. Muss ich sagen. Also, das hat gefehlt. Ja, finde ich auch. Ich find also Hand, super. Das soll ja immer alles an einer Hand so. Es gibt ja auch Leute, die nutzen irgendwas auf B. Wo ich mir dann immer so innerlich denke, was habt ihr für Daumen? Seid ihr Affen? Auf irgendwas mit über Leertaste und dann drücken sie mit dem Gelenk auf die Leertaste und mit der Spitze auf B irgendwie. Und dann, ich sitze ja immer davor, manchmal sitzt man ja im Stream und dann
fragt man so, Mensch Leute, wo kann man das denn jetzt rauflegen? Und dann schreibt letztens einer, ja, so Zoom kannst du doch auf B rauflegen. Und dann denkst du so schon beim Rübergreifen, wow, das tut ja jetzt schon in der Hand weh. Nee, das geht nicht. Da finde ich das schwieriger. Da finde ich das cool, dass das so vorgefertigt ist auf dem Controller. Aber da gibt es anscheinend auch Diskussionsbedarf. Ja. Das nächste Folge Plankenschnack, wir sprechen über Tastenbelegung. Ich habe einen Artikel lesen. Eine Artikelreihe gehabt, wo ich geschrieben habe, so, was wäre, wenn zum Beispiel From Software Zelda entwickeln würde. Wie geil das wäre. Wie geil das wäre. Ja. Und warum? Man halt so immer so Entwickler plus Spielreihe rausgesucht und das dann versucht zu begründen. Haben dann auch irgendwann ein paar andere gemacht. Zum Beispiel, keine Ahnung, was war da noch? Skyrim von CD Projekt oder neues Elder Scrolls von CD Projekt Red oder irgendwie sowas. Oh. Und das war auch immer ganz gut. Game of Thrones von CD Projekt Red. Alles von CD Projekt Red. Ja, genau, alles. Ich wollte gerade sagen, also meinetwegen dürfen die alles machen. Alles, was BioWare gehört, einfach an CD Projekt Red verkaufen, ja. Und dann mal fähige Leute da dran setzen. Ja. Oh ja. Hast du einen Lieblings-Publisher? Ich oder was? Ja. Lieblings-Publisher? Publisher. Oder auch Entwickler, also so CD Projekt Red, wenn wir schon gerade drüber gesprochen haben. Oder also From Software durch halt die Soulsborne-Reihe sind auf jeden Fall sehr hoch im Kurs. Bin gespannt, was die als nächstes machen werden. Ich weiß schon, was so als nächstes kommt. Ich darf nicht drüber reden. Ich vermute, es kommt auf jeden Fall ein Bloodborne 2, wenn ich das so vermute. Von daher mag ich From Software sehr, sehr gerne. Habe ich sonst einen Entwickler nicht gerne? Jetzt bring den anderen nicht, du bist unmöglich, Slappy. Was denn? Nein, ich sag nur, was ich vermute. Ich vermute, dass... Ja, jetzt hast du es aber wieder indirekt verraten, weil du ihn in die Ecke gedrängt hast. Trink Spezi. Ich sag nicht, dass das Kuro was dazu sagen soll. Zukunft Souls kommt ja von Deck 13 und heißt The Search. Achso, ja gut. Stimmt. Ja, Naughty Dog und klar, Rockstar Games, da spiele ich eigentlich immer so alles, was die machen. Ist jetzt aber nicht so ein Herzensding. Mhm. Hier Playdead, die halt Limbo und Inside gemacht haben, mag ich sehr, sehr gerne. Ansonsten, ich schau mal kurz, was habe ich denn da noch so? Quatsch! Was habe ich denn da noch? Hast du nicht zufällig eine Zeitung, die du aufhalten kannst, wo das Design von der nächsten Xbox drin steht? Den Fabian Döller machen? Nee, habe ich leider nicht. Schade. Ich meine, klar, alles, was halt, Fumitsu Ueda macht, so, ne, halt, Shadow of the Colossus, Ico, Last Guardian. Ja. Liebe ich abgöttisch. Abgesehen davon. Also ich glaube, ich würde nicht sagen, dass ich so einen richtigen Lieblingsentwickler habe, aber ich habe so ein paar, die ich mag und wo ich halt, wenn ich weiß, da kommt was, dass ich dann mich schon sehr drauf freue. Ich finde, man sollte es auch nie so an Firmen hängen, sondern eher an die Leute, die dahinter sitzen, weil die sind meistens. Ich hoffe übrigens, dass es kein, ich weiß nicht, was Bloodborne 2 betrifft, bin ich sehr, sehr ambivalent. Mhm. Einerseits würde ich mich schon freuen. Aber stell dir vor, es wird scheiße, dann wäre ja dieses Tattoo hier. Wäre für die Katz. Ja, aber Bloodborne ist ja auch mit dem zweiten Teil ziemlich scheiße geworden. Ja, was soll ich denn machen? Das Tattoo. Das ist gut, dass du das sagst. Ich bin gerade in Tattoo-Planung, ne? Und wollte eben so von ein paar spielen. Und ich bin halt mega Mass Effect. Ich liebe Mass Effect. Und jetzt kam das, ne, wo ich mir momentan so ein bisschen. Wo ich so überlege, denke ich mir, Mensch. Oh, das wird peinlich auf der Straße. Was? Du hast ein Mass Effect-Tattoo? Darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Sondern ich werde mich wahrscheinlich an Oldschool-Sachen einfach orientieren. Sachen, die für immer bleiben. Und da ist dann Mass Effect doch wieder dabei. Ist mir egal, ob die was Schlechtes rausgebracht haben. Gegen Mass Effect 1, 2, 3 wird nie was anstinken können. So. Vielleicht irgendwann mal. Aber für mich ist es halt die perfekte Reihe in sich. Es ist halt auch so. Also ich habe immer mal wieder so Entwickler, wo du sagst, okay, wenn die was machen, dann ist es auf jeden Fall, dann hat es automatisch meine Aufmerksamkeit. Ich muss sagen, BioWare ist da mittlerweile rausgefallen. Früher war BioWare für mich auf einer Stufe mit Rockstar.
Und Naughty Dog, wo ich gesagt habe, so, ey, wenn die was machen, bin ich sofort dabei. Mass Effect Andromeda und ja, Mass Effect 3 war ich über das Ende ein bisschen, reden wir nicht drüber. Weil es auch irgendwie noch zwei Menschen gibt, die sagen so, ja, aber das Ende von Mass Effect 3 ist eigentlich voll super, weil das wird schon im ersten Teil irgendwie thematisiert. Halt die Fresse. Ich habe ein KI-Kind, das mir 4 Farben zur Auswahl bietet. Bist du eigentlich bescheuert? ja, Mass Effect Andromeda. Ich hab's noch nicht gespielt. Ich trau mich noch nicht ran. Und dann kommt. Hast du schon gespielt? Ich noch halt nicht, so nein. Dialoge auf dem ersten Alien-Planeten, nachdem du 600 Jahre im Kryoschlaf warst, du hast fliegende Felsen, kommst, Alien greifen dich an, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast, und dann kommt so ein vierbeiniges, fettes Vieh. Ein Echo. Und das Erste, was ein Crew-Kollege sagt, ist das ein Hund? Nein, natürlich nicht. Willst du mich verarschen? Dieses fette Vieh, das irgendwie dich gerade angreift, das soll ein Hund sein? 12.000 Menschen wurden für diese Aufgabe auserkoren. Wie hast du das geschafft? Wie konntest du zu diesen 12.000 Menschen gehören, die für eine komplette Rasse eine neue Heimat finden soll? Wenig später triffst du einen anderen Frauen, die sagt dir so, mein Gesicht ist müde von all dem Scheiß, das ich erleben musste. Was? Das ist der Wahnsinn, also die Dialoge, der Hammer. Unfreiwillig komisch, ey. Es gibt, ich habe ein GIF gesehen, oder so eine kurze Videosequenz, von einer Unterhaltung, da haben sie so Sitcom-Lacher drunter gemischt. Das wirkte überraschend gut. Okay. Also wenn es einen Modus geben würde, wo du einschalten könntest, dass im Hintergrund die ganze Zeit Leute lachen, ich glaube, dann würde ich es weiterspielen. Aber so? Ach, mal gucken. Mal gucken. Ja, mal gucken, genau. Ist das denn nur im Deutschen so oder auch im Englischen? Ich habe es nur auf Deutsch gespielt. Boah, es gibt noch so viele Dinge, über die ich mich aufregen könnte in Mass Effect Andromeda. Ja, das wurde ziemlich zerrissen, ne? Da kam jetzt gerade ein großer Patch, soweit ich weiß. Ja, der wird wahrscheinlich nicht die Dialoge fixen. Also der aber hat auf jeden Fall Mimik oder sowas, ja, und der gefixt haben, dass die nicht mehr so seltsam gucken. Einfach so einen leichten Schatteneffekt über die Augen gepackt und plötzlich sehen die Menschen nicht mehr aus wie Leichen. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Schreibst du denn so auch deine Kritiken dann, deine Tests? Oder dann auch ein bisschen. Also so wie ich gerade geredet habe, schreibe ich natürlich nicht. Ja, ist klar. Aber wenn, ja, also wenn, also ich schreibe natürlich nicht hier so XY ist scheiße oder so ein Kram, ne? Das kannst du natürlich kannst du es machen, aber dann bin ich halt, also nicht bei Gameswelt. Ich achte schon auf meine Wortwahl, aber ich begründe es, also wenn etwas wirklich mir nicht gefällt, dann schreibe ich das halt so. Ich müsste noch mal nachgucken, aber ich glaube, bei Ukulele habe ich auch geschrieben, dass so einige Passagen einfach wirklich furchtbar sind. Und dann halt versucht zu begründen, warum das so ist. Habe das auch an einem Beispiel festgemacht, das war irgendwie die, keine Ahnung, Steingrotte, Lichtsteingrotte. Und dann sage ich halt so, ja, zum Beispiel exemplarisch, hier dieser Abschnitt ist halt scheiße, weil A, es ist dunkel, B, es ist rutschig, und C, siehst du nicht immer, was rutschig ist. Und dann denkst du so, ah, hier, dieser schmale Grat ist nicht rutschig, weil da liegt Schnee drüber. Und bis jetzt war Schnee immer etwas, wo du einfach drüber gehen konntest. Und dann ist es aber genau in dem Moment rutschig. Und du fällst halt natürlich in den Abgrund. Dann hast du zwei Plattformen. Bei der ersten kommst du ganz normal drüber. Und die zweite ist halt vielleicht einen Meter weiter weg. Und schaffst du nur noch mit einem Doppelsprung. Und dann sage ich halt so, ja, ist halt kacke. Visuelles Feedback fehlt. Ne? Du hast halt manchmal, weißt du nicht, was das Spiel von dir möchte? So formuliere ich das dann. Oder ja, aber ich schreibe halt nicht so, ja, das ist halt eine gottverdammte Frechheit, unfassbar scheiße, schlecht, super kacke, Entwickler sollen sterben. Also so schreibe ich es halt natürlich nicht. Ja. Nee, das machen ja dann die Social-Media-Kommentare wahrscheinlich. Ja.
Habt ihr, also Slappy und Sally, habt ihr Studios oder Entwickler, wo ihr sagt, ja, die mag ich? Bomb Software, Platinum Games. Was macht Platinum? Bayonetta hat Platinum Games gemacht. Und das hervorragende Turtles-Spiel. Oh nein, war das auch von denen? Ja, die haben so, ich glaube, die bestehen aus mehreren Studios. Und das eins war nicht gut. Macht Meisterwerke und das andere ist für den größten Müll zuständig, den man so auf dem Spielemarkt bekommen kann. Vanquish war auch von denen. Ich fand Vanquish mega. Hat super Spaß gemacht. Super, super flott. Also hat sich toll angefühlt zum Spielen. Habe ich sehr gerne immer gespielt. Nur nachdem sie das dann nur noch auf die Wii rausgebracht haben, den zweiten Teil von Bayonetta. Und ihr die Haare abgeschnitten haben. Ach du mit deinen Haaren. Nein. Sie sieht besser aus mit kurzen Haaren. So ein Quatsch. Und außerdem gibt's ein Skin. Das ist Spielmechanik. Die muss. Ja, und die macht immer noch Sinn. Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, sie hat doch immer noch Haare, sie hat sich ja keine Glatze geschnitten. So kurz, die langen Haare und daraus bilden sich die Tiere. Also bitte. Und ich dachte immer schon, ich habe einen Schatten, was Spiele angeht. Nein, aber es gibt Leute, die sind da noch spezieller. Das macht mich fix und alle macht mich das. Die abgeschnittenen Haare. Nein. Mache ich nicht. Die waren auch für das Star Fox zuständig. Und ich muss sagen, ich mag Bethesda. Ich spiele die Sachen einfach gerne. Auch wenn diese Open-World-Sachen einfach. Klar, die Dinger sind so riesig, da kann man Bugs einfach nicht vermeiden. Aber ich liebe Fallout. Ich liebe The Elder Scrolls. Ich liebe das. Ich liebe es. Ich habe den Glauben an Bethesda verloren. Oh Gott, wie viele Stunden ich Oblivion gespielt habe. Und auch Skyrim jetzt wieder. Und ich würde es immer wieder. Und wenn sie Fallout 3 nehmen würden, remastered für PlayStation 4, und ich würde es nochmal komplett durchsuchen. Das wäre mir Die sollen Obsidian sagen, dass sie noch New Vegas quasi machen sollen. Vegas wäre auch nochmal toll gewesen. Mal Leute da hinsetzen, die auch Storys schreiben können. Also ich spiele halt auch immer 60, 80 Stunden. Und dann denke ich mir so, ja, also so richtig zufrieden bin ich gerade nicht. Nee, doch, ich mag das schon. Ich habe gerade in den Kommentaren gelesen, mein Kollege Michael Zeiss hat einen Test zu Stardew Valley für GamesWelt.de geschrieben. Und das ist einfach nur ein Bild aus Twitter, wo Jules von Rumblepack fragt, so Stardew Valley lohnt sich? Und Michi geschrieben hat, yo, das ist der komplette Test, so einfach dieses Bild rausgeklippt in den Artikel rein. Es gibt auch einen sehr, sehr coolen Test von superlevel.de zu Dungeon Keeper für ein iOS. Weil wenn du dann halt das Dungeon Keeper Review von Superlevel suchst, kommst du halt auf die Seite und dann ist da einfach nur so ein Vollbild, großes GIF, wo ein Mensch Geld aus dem Fenster wirft. Das fand ich auch sehr, sehr witzig. Hin und wieder kann man das schon machen. Ja, wollte ich gerade sagen, ab und zu bei wirklich guten Titeln. Wie heißt Shadow of the Colossus? Ico. Das war vorher Team Ico, aber das ist zu. Jetzt heißt es Gen Design. Wir haben insgesamt nur 3 Spiele rausgebracht, oder? Ja. Ja, großartig. Clover Studios fand ich auch super damals. Beautiful Joe, Okami. Ja. Hervorragende Spiele. Ja, das stimmt. Ich würde gerne noch, also persönlich, Nintendo noch da reinpacken. Aber das aus. Ja, was? Ja, stimmt schon. Nintendo kann aber auch gerne mal wieder ein neues F-Zero rausbringen. Ja. Oder irgendwas mit Metroid. Wo ist das Problem? So ein Metroid. Metroid war ich zu schlecht für. Damals. War auch für Mega Man zu schlecht. Da habe ich immer nur zugesehen. Ja, gut. Nee, Mario 8 kommt noch, das verkauft sich am besten. Ey, Mario Kart 8 für die Switch werde ich mir auch sofort holen. Also ich mag nicht mehr alles, was Nintendo macht. So die neuen Marios, also auf der Wii U vor allen Dingen, haben mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Da werde ich auch überlegen, ob ich sie mir holen soll. Aber wenn neues Zelda rauskommt, dann bin ich immer der Erste, der... Gerade eine interessante Frage im Chat gesehen, weil ich immer so ein Auge auf dem Chat habe. Mhm. Hat nämlich Sword Machine geschrieben, wenn man sich ein Spiel für 60 Euro kauft, sollte man auch mindestens 60 Euro, oder es war keine Frage, sollte man auch mindestens 60 Stunden spielen? Mm-mm. War keine Frage. Das ist... Würde ich auch anders sehen. Ich habe tatsächlich
Weißt du, lieber, wenn ein Spiel ein paar Stunden geht und ich werde dafür vollzüglich unterhalten, als wenn ich Final Fantasy 15 spiele. Auch danke. Geil. Endlich mal einer, der mit mir in die richtige Richtung schießt heute. Woo! Wollen wir losmachen oder was? Geht los, also, ich bin ready. Darf ich Assassin's Creed noch mit in den Pool schmeißen? Oh sehr Gott, gerne. Ja, dann können wir komplett die Ubisoft da reinschmeißen. Also ich die Ezio. Sachen schon langweilig. Nein, Ezio und Odin. Ja, bis auf jetzt Siege und sowas, aber so alles andere können wir da auch noch mit reinschmeißen. Child of Light, Rayman Legends Origins. Ja, den großen Moment, Sachen. Nein, Rayman, lasst Rayman da raus im Spiel. Rayman sind super Top-Titel. Rayman ist super, ja. Das meint er ja gerade. So, ich meine ja jetzt hier so For Honor und den ganzen Quatsch. Das meine ich ja wieder. So Ubisoft macht ja auch nicht nur Müll. Ja. Also nee. Mir hat Assassin's Creed bis Revelation, fand ich die Ezio, fand ich mega Storyline. Danach hätte es aufhören können oder sich anders nennen können, weil ich fand auch Black Flag war ein wirklich gutes Spiel. Ich habe mega viel Spaß mit Black Flag gehabt. Es war für mich aber kein Assassin's Creed. Für mich. Ich habe alle Teile davor intensiv gespielt und auf 100% gespielt und das war es halt für mich nicht. Aber es war ein gutes Spiel. Und danach ist es nein. Ich fand es auch immer super, durch Städte zu gehen und dann mit einem Tastendruck komplette Zivilisation auszulöschen. Pariert, tot. Oh, noch einer. Pariert, tot. Oh, du auch. Pariert, tot. Pariert, tot. Aber das ist glaube ich, bei Syndicate gar nicht mehr so gewesen, oder? Die Mechanik? Nö, das ist pariert, tot. Pariert, tot. Ja, das mir haben die ersten vier Spaß gemacht. So. Pariert, tot. Oh, 80 Leichen. Wo kommen die denn her? Ich hab gekämpft. Passanten so, oh, 80 Leichen, ja, das kenne ich. CD Projekt zählt auf jeden Fall noch ganz weit nach oben bei mir. Ja, ich muss auch sagen, The Witcher 3, so schön die Welt und so toll die Story ist, aber so ein tänzelnder Ballett-Geralt, der mit seinen Waffen da rumhüpft und dann Monster ausschaltet, das geht auch deutlich besser. Also, bitte was? Was? Alter, das Kampfsystem hast aus du gerade was gegen The Witcher Geralt 3 gesagt? Ist großer Humbug. Was? Fili-li-li! Oh, ich hüpfe einmal um die eigene Achse und schwing mein Schwert. Weißt du, was das Schlimmste war an Witcher 3? Das Pferd. Dass das immer an irgendwelchen Stellen abgebremst hat. Gerade wenn du so 20 Zentimeter Vorsprung und dann okay, plötzlich können wir da jetzt runtergehen. Und du konntest ja nicht mal rüberspringen, das ging ja auch nicht, ne? Hast du den April-Scherz gesehen? Ja, ich wollte gerade sagen. Nee. Den Seros, sie haben gesagt, nicht? Das ist ein Gimmick gewesen, haben Motion-Capture-Aufnahmen gebracht, wie dass das so sein musste. Es war mega gut. Also es war einer der besten April-Scherze dieses Jahr. Ja, der war richtig gut. Das war von letztem Jahr, ja. Mega gut gewesen. Das ist eins zu eins. Das Kampfsystem ist super. Also aus den Büchern umgesetzt mit dem Tänzeln, Kuro. Ja, aber das kann sich trotzdem besser anfühlen. Kannst du schlecht? Eine Taste und er springt auf einmal 14 Meter um die eigene Achse und trifft jemanden. Und das fühlt sich an, als hättest du in die Luft geschlagen. Das stimmt in der Tat, ja. Du bist immer rein, ein Schlag und wieder raus. Rein, ein Schlag und wieder raus. Das stimmt, so habe ich das auch gemacht, ja. So cool die Rote Baron-Quest auch war. Aber ich mag Witcher. Aber es ist nicht für mich der heilige Gral. Was? Es tut mir leid. Für mich wow! Okay, was übertrifft das denn noch? Mr. Games-Redakteur. Was übertrifft denn das bitte noch? Jetzt im Zelda? Kompletten oder nur das Kampfsystem? Nee, generell, das ganze Ding. Was ist der heilige Gral? Bloodborne ist der heilige Gral. Shadow of the Colossus ist der heilige Gral. Breath of the Wild ist der heilige Gral. Bist du gerade benebelt von Spezi? Aber das ist in eine andere Richtung, finde ich. Ja, aber Nee. Also, reden wir von Grälen? Ja, ja. Reden wir von Kampfsystem? Nee, Gral. Ja. Der Okami. Wer? Okami ist auch ein Meisterwerk. Und das hat Witcher 3 HD Remake knapp 1 Million Mal verkauft. Warum haben wir dich eigentlich eingeladen? Kann der Chat an dieser Stelle mal, jeder, der
Okami gespielt hat im Chat, kann er mal irgendwie bitte kurz. Okami ist fantastisch und großartig. Posten. Jeder, der im Chat Okami gespielt hat, postet jetzt ein Herz. Ich krieg gerade Post von der Regie. Wir müssen in die Pause. Und ich glaube, wir sind danach nur noch zu dritt. Zu dritt, ja. 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 Zu zweit. Habe ich gerade gehört, oder? Slabby soll auch weg? Okay. Oh. Und dann sehen wir mal. Ja. Ja, die Regie hat gesagt, wir müssen in die Pause. Hm. Kuro muss ganz komisch. Ich kenne das Spiel gar nicht. Weg. Nee, was ist das? Ich kenne das auch nicht. Echt nicht? Aber das muss nichts heißen. Ich kenne das nicht, ne. Mal gucken, Okami, kann ich für diesen Sommer Spiel. Mal kann ich mal auspacken für den Sommer, Okami. Angesiedelt im feudalen Japan und geht ein bisschen in die Zelda-Schiene. Spielst einen Wolf, eine Göttin, Amaterasu. Und naja, gut gegen böse. Aber die Aufmachung, das Gameplay, weil du campst in abgesteckten Arealen, aber du kannst die Zeit anhalten und mit Pinselstrichen Aktionen machen. Und das ist so wunderbar innovativ. Und wie gerade dieses Gesicht, was? Spaßig. Pinsel. Und gut geschrieben, witzig. Das Artdesign auch heute noch ein Genuss. Ja, Dizzy, ich weiß, ist halt kein, keine Ahnung, Rollercoaster Tycoon. Oder kein, was weiß ich. Wer ist nochmal der Shooter, den du so geil findest? Was sind das jetzt hier für Schüsse? Mit ja, was sind das jetzt hier für Schüsse? Ich hab dir jetzt gar nichts gegen dein Spiel gesagt. Blaskovic, wie heißt das nochmal? Wolfenstein, ja, New Order. Was ist doch für dich so ein heiliger Gral? Ich hab jetzt hier eben gerade nicht geschossen gegen dein Spiel, Kuro. Ich dulde das, es ist wie deine, es ist wie deine Spezi. Es ist völlig akzeptabel, dass du das trinkst. Und auch, dass du andere Spiele toll findest. Mhm. Das ist vollkommen okay für mich. Das darf man hier. Manchmal muss ich auch einfach beißen um mich herum. Ja. Und Wolfenstein New Order? Aber haben wir jetzt mal in den Chat geschaut? Kaum jemand hat ein Herz gepostet. Ja, weil das keiner kennt. Ihr seid gute Menschen. Ja, aber das ist das Problem. Ich gestehe wirklich, und das steht auch im Chat, ich kenne fast nur AAA-Titel. Aber dafür kann ich sie die hoch und runter singen. Okami kam von Capcom. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das war auch ein AAA-Spiel. Ja, okay, toll. Keiner hat's gekauft. Ja. Keiner hat's gekauft. Ja. Ich bin immer noch wütend. Clover Studios gibt es nicht mehr. Ich habe also nie die Chance auf ein Beautiful Joe 3. Wie hieß das nochmal? Okami? Mhm. Ja, wie man spricht. Okami. Das ist 2006 rausgekommen. Da hast du noch keine Videospiele gespielt. Für die PlayStation 3 habe ich das. Ich auch. Da bist du noch Bäume gekriegt. Dreimal gekauft. Ich bin also ein Drittel von dem. Das ist so ein Asia-Ding, ne? Ja, da wollte ich immer mal Achievement haben. Ich habe schon keinen Bock drauf. Setting. Ist nicht mein Ding. Aber ist halt nicht so Anime-Kacke. Oh Gott. Nee, das habe ich nicht gesagt, aber ich finde nicht so ein Asia-Ding. Ich mag Persona 5 sehr gerne. Bitte jetzt kein Hass. Was magst du? Persona 5. Also für mich ist das, ich komme da auf so Sachen nicht klar. Das ist so. Boah, ich bin gerade so wütend. In Rage. Warum? Das ist halt wie mit Filmen. Ganz im Ernst. Die einen gucken halt gerne so Comic-Verfilmungen und die anderen gucken sich dann halt lieber so ein Synecdoche New York halt an. Und, ne? Aber nicht in Kuro seiner Welt. Da trinkt man nur Paulaner Spezi und spielt den ganzen Tag Okami von 2006, ja. Und du wärst ein glücklicher Mensch. Ich bin heute noch glücklich. Ja, das habe ich gemerkt, wie glücklich du bist. Bei was denn? Oh, ich weiß nicht, was ich mir für eine Säge holen soll. Alles doof, ich will es selber machen, aber wenn ich es selber mache, dann ist es schief. Ja, man muss das auch mal rauslassen, verstehst du? Ja. Ja. Spiel Okami und du wärst glücklich. Dann hast du gesagt, ach, Säge. Ich muss einfach nur Wolfenstein anmachen, dann bin ich glücklich. Ja. Instant. Zack. Glücklichkeitsskala over 9000. Wie ist denn das mit Persona 5? Haben die nicht gesagt, dass man zwei Drittel des Spiels bitte nicht streamen darf? Ja. Kam da nicht, 80 Hundertstel des Spiels. Das ist auch ziemlich dumm. Ja. Damit man, ja Achtung, nicht spoilert. Ja, und im Blogpost steht so, wir haben euch gewarnt. What? Dann veröffentlicht das Spiel nicht. Was ist denn euer Problem, Atlus? Was, sie veröffentlichen das nicht? Ja, das Spiel ist veröffentlicht. Aber sie möchten nicht, dass Streamer das Spiel bis zu einem bestimmten Punkt spielen, was halt super am Anfang ist. Ja, aber dann... Ihr könnt doch nicht einfach Leuten vorschreiben, wie sie bis
wohin sie Videospiele im Internet streamen. Was zum Teufel? Und dann halt noch zu drohen und zu sagen, so, ja, wenn ihr es macht, dann vielleicht sind die ja auf Strikes und sowas haben sie gedroht. Also, ich kann mir gut vorstellen, Strikes, das ist schon hart, also. Ich kann mir gut vorstellen, dass da das ein oder andere Mittagessen mit Nintendo war. Da werde ich nichts gegen sagen. Das finde ich auch, also, da bin ich deiner Meinung. Nintendo hat ein PR, eine PR-Abteilung. Von 1980. Ja. Ja, aber den Namen gibt es ja auch schon seit 1800 irgendwas. Ja, also, arbeiten ja immer noch dieselben Menschen. Ja, deswegen kommen da... Nein. Auf dieses Niveau lasse ich mich nicht herab, so wie Kuro hier Shots verteilt. Ja, ich bin in Laune gerade. Das ist übrigens nur Spaß, Leute, ja? Also, wir hassen uns. Ist alles cool. Allesamt. Wir machen nur Spaß. Ja, aber ganz im Ernst, das ist so, als würdest du Kondome verbieten, damit Leute nicht schwanger werden. So, jemanden das Spiel nicht streamen lassen, damit er keine Spoiler... Warte mal, hast du gerade nachgedacht bei dem, was du da gesagt hast? Ja. Was? Du willst Kondome verbieten, damit Leute nicht... Effekt. So, du verbietest Leuten zu spoilern. Was machen alle Kiddies im Internet? Rennen rum und spoilern jetzt überall das Spiel. Weil es zu einem Shitstorm geführt hat. Was? Okay. Sag mal, Kuro, wenn du jetzt nicht unbedingt in der Redaktion sitzt, ne? Ja. Was machst du denn dann sonst noch so? Fragst du mich gerade nach meinem Privatleben? Nee. Aber bist du nicht auf der Welt auch irgendwo mal unterwegs? Ach so, ja, ich verreise oft. Das stimmt. Ich kann mich da an eine sehr witzige Situation erinnern. Wenn ich spoilern darf, du warst in Montreal, glaube ich, zu Rainbow Six Siege. Ja. Und der Tweet lautete, man merkt, wenn man viel verreist, wenn man in ein Hotel kommt und schon im WLAN ist. Ja. Ich hatte in dem Hotel, in dem ich in Montreal war, da war ich schon mehrmals. Und ich kam rein, direkt das WLAN an, fühlt man sich ein bisschen wie zu Hause. Das war sehr schön. Ja, ist tatsächlich irre. Hätte ich nicht gedacht, wie oft ich, als ich bei GameStop angefangen habe, wie oft ich tatsächlich unterwegs bin. Das war so am Anfang... So in den ersten 6 Wochen bei GameStop war ich irgendwie 4-mal in London. Und bei so im Meeting, im Tagesmeeting, so irgendwie jemand so, ja, wir haben schon wieder ein Event in London, Tagestrip, morgens hin, abends zurück. Und keiner hat sich gemeldet und ich so, was ist los mit euch? Natürlich mache ich's. London? Hallo? Das ist eine Weltstadt. Und mittlerweile bin ich auch so, London-Tagestrips, kann wir anders machen. Wow. Es klingt tatsächlich sehr hochnäsig, aber ja, man ist halt einfach viel unterwegs und diese Tagestrips im europäischen Raum sind es meistens halt Tagestrips. Der erste Flug hin und der letzte Flug zurück. Dann hast du halt auch einen längeren Tag. Ja, aber ich bin tatsächlich relativ oft unterwegs. Und was war denn so das für dich schönste Reiseerlebnis? Und gleichzeitig Arbeit, muss man ja dazu sagen. Also Montreal könnte ich mir schon gut vorstellen. Montreal zum Six Invitational war schon ziemlich super, weil ich da auch gerade so die Liebe für Rainbow Six Siege entdeckt habe, weil ich halt zu einem Event gefahren bin und im Vorfeld mich halt darauf vorbereiten wollte, weil Siege bis dahin nicht so auf meiner Kappe stand. Und dann war das schon sehr, sehr schön. Vor allen Dingen besuchst halt den Entwickler, kannst mit den Leuten quatschen, die das Spiel entwickeln, siehst ein bisschen was hinter den Kulissen. Das war sehr schön. Letztes Jahr vor dem Release von Dark Souls 3 war in Hamburg ein Event zu Dark Souls 3. Da war auch Hidetaka Miyazaki vor Ort, mit dem ich quatschen konnte. Und wenn du dann so ein riesiger Fan von Dark Souls, Demon's Souls und Bloodborne bist und du kannst einfach mit dem Headhoncho davon reden, das war auch so. Okay, das ist sehr, sehr schön. Ja, also es ist halt, das waren, glaube ich, so schon die schönsten, Sekunde, ich zeig euch was eben. Gibt's da nicht so coole Goodie-Bags, wollte ich gerade fragen. Moment, nicht spoilern! Entschuldigung. Denn, ich sammle Badges von Events, wo ich war. Und das sind die bisher. Was haben wir da? Wir haben E3. Wir haben
Activision Blizzard? Also ist auch Gamescom. Auch Gamescom. Damit kann ich bei Doom auf dem Mars auf irgendeine Basis. ja, mehr Gamescom. Ubisoft Quebec, da war ich mal bei Ubisoft. Das ist das Siege Invitational Badge. Oh! Hier ist das Dark Souls Ding. Auch sehr schön. Hier ist mein Badge zu WrestleMania 30 in New Orleans. Das war auch nicht zu schäbig. was haben wir denn hier? Activision Recoil. Huh. Epic. Da war ich bei Epic für Gears of War Judgment. Das war ganz witzig. Ja, kam auf jeden Fall ein bisschen was zusammen. Kriegt man da nicht auch ab und zu so nette Goodie-Bags? Ja, tatsächlich, oh. Aber die verschenke ich meistens weiter, weil ich da kein, also, weil es eh immer so ein bisschen komisch ist, wenn du dann irgendwo bist und du kriegst dann was geschenkt, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen so, es hat immer so ein Geschmäckle und freuen sich halt andere Menschen. Geschmäckle. Wenn du immer so ein T-Shirt oder so eine Tasche kriegst, das ist doch... So ein T-Shirt oder so eine Tasche. Was soll ich denn damit? Ja. Ich habe 2-3 Badges habe ich mittlerweile. Cool, oder? Ist schon cool, ja. Mhm. Wow. Ich sammle die auch, ja. Mal sehen, wie viel es noch werden. Gut. Haben wir eigentlich noch so speziell zu Kuru noch Fragen? Klar, jede Menge. Ja? Glaube ich, oder? Ey, löchert mich. Was mich noch interessieren würde, wie wichtig ist Text, deiner Meinung nach? Also Textreviews, Textartikel im Zeitalter von YouTube und Twitch? Ich glaube, es ist gar nicht mehr so wichtig. Ich glaube, Bewegtbild ist mittlerweile deutlich wichtiger, weil du es auch einfacher konsumieren kannst. Weil es halt auch immer mehr in die Richtung geht, dass du halt eher so kürzere Sachen machst, die du halt auch unterwegs schauen kannst, ohne dass dein Datenvolumen komplett aufgebraucht ist. Das ist halt auch etwas, worauf man, glaube ich, mittlerweile verstärkt achtet. Aber ich mag Texte. Also nicht vielleicht unbedingt, Reviews sind mir halt auch nur bei ein paar Leuten wichtig. Aber ich mag immer mal wieder so Artikel, wenn so Texte ein Spiel über einen längeren Zeitraum begleiten, wenn da mal immer wieder was kommt. Division ist halt ein schönes Beispiel gewesen. Und Division, hey, es ist da, es ist cool. Und dann so, oh, okay, diese Probleme hat Division. Hier, meine Meinung, das bräuchte Division, damit es besser wird. Und dann halt so persönlichen Kram zu lesen. Weg von, hier, ich empfehle dir das oder ich empfehle dir das nicht. Hin zu, hey, ich hab letztens Players Unknown Battleground gespielt und da ist was Abgefahrenes passiert oder hey, das wäre doch spannend, wenn in Spiel XY, wenn sich das so entwickeln würde oder hey, ich hab dann auch später, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwann mal in den nächsten 4 Jahren Zelda durchspiele, dann halt Artikel zu lesen, so hey, ich hab Zelda durchgespielt und das Ende fand ich gut oder fand ich nicht gut. Halt so eher so persönliche, meinungsstarke Artikel. Ich glaube, das ist immer noch so das, worüber sich Textbeiträge definieren können und auch sollten. Aber ich glaube, im großen Vergleich dazu sind Videobeiträge einfach wichtiger. Weil es ist ja klar, es sind Videospiele. Ja. Es ist wichtiger, etwas zu sehen, als etwas zu lesen. Aber es gibt halt auch Dinge, die du im Textform besser ausdrücken kannst, als du das in einem Video machen kannst. Natürlich kannst du auch den Typen vor die Kamera setzen, der dir dann sagt so, ja, ich habe jetzt Zelda durchgespielt und ja, war cool. Mhm. Aber das muss ich nicht hören, das kann ich auch lesen. Aber wenn es halt darum geht, mich über Spiele zu informieren oder generell einen Eindruck von einem Spiel zu bekommen, dann ist ohne Frage, glaube ich, Video einfach viel wichtiger. Habt ihr da schon mal überlegt? Leute... Sorry. Mach du. Es gibt Leute, die machen ja beides. Jim Sterling zum Beispiel, der ja dann einerseits seine Tests in Videos packt oder auf seine Seite auf jeden Fall in Textform und dann nochmal das Ganze in Videoform dann nochmal aufgreift und darüber spricht. Habt ihr ja, das vielleicht? Auch ganz sowas? Cool aufbereitet.
Weißt du, dann mag ich das. Wenn dann halt so, wenn dann noch so, wenn das halt cool geschnitten ist oder produziert ist, dann schaue ich mir das auch sehr gerne an. Aber im Normalfall reichen mir bei solchen Dingen auch Texte. Super Bunny Hop ist hier ein Begriff. Nee. Sollte dir, finde ich. Der ist Okay. einer der besten, finde ich. So YouTube-technisch. Reviews. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich so YouTube-mäßig gar nicht mehr so viel konsumiere. Was ich halt mache, ich unterstütze halt Easy Allies auf Patreon. Bei denen ist das lustigerweise genau umgekehrt. Da sind die Videobeiträge, das, was sie machen, das sieht halt mega amateurhaft aus. Also stellenweise sehe ich die Videos und denke mir so, ey, wie schaut denn da keiner mal durchs Display der Kamera? Dann hast du da irgendwie ein Video, wie die da einen Podcast aufzeichnen und du siehst, Headroom ist hier und du siehst irgendwie vier, fünf, also du siehst zur Hälfte des Bildausschnitts ist nur Tisch. Und ich mir so, guckt da keiner nach? Ihr wart Ja. bei fucking Game Trailers. Aber da ist halt einfach, die Podcasts sind interessant und die haben halt, die bringen halt einfach so unfassbar viel Meinung rein und das sind halt so interessante Menschen. Michael Huber, der halt einfach der euphorischste Videospielmensch ist. Das ist der Typ, der bei der Game Trailers E3, beim Game Trailers E3 2015 Livestream bei der Sony PK, als Shenmue 3 gezeigt wurde, einfach angefangen hat zu weinen. Und das sind halt so, die haben halt immer so eine coole Sicht auf Dinge, sehr persönlich und das mag ich dann wieder sehr, sehr gerne. Und ansonsten schaue ich mir halt auf YouTube immer so vielleicht so ein paar Leute an, wenn ich ein Spiel besonders mag. Zum Beispiel halt bei Dark Souls natürlich Vati, Vitya oder wie der heißt. Dann gibt es für Elite Dangerous noch ein, zwei, den Obsidian ich End. folge. Genau, Obsidian End. Weil der halt einfach auch coole Videos macht. Und dann ist das halt eher auf ein Spiel bezogen, das mich interessiert, anstatt halt irgendwie Leuten, die halt irgendwie so klassische Let's Play-Kram machen. Aber Ich guck mach. dir dann auf jeden Fall Super Bunny Hop an. Der ist so genau in der gleichen Okay. Schiene wie Easy Allies. Das schreibe ich mir sogar auf. Könnte dir gefallen. Analog. Oh. Post-its. Ich liebe Post-it. Ist dein ganzer Tisch voll damit? In der Redaktion, ja. Das ist Das ist gut. sehr witzig. Ein Kollege war mal im Urlaub und dann haben wir ihn einfach 200 Post-its auf den Tisch gemacht, überall, unter der Tastatur. Und immer nur so ganz dumm Kram draufgeschrieben. Der ganze Tisch war voll mit Post-its, der ganze Monitor. Die ganze Tastatur oben drauf, unten, unter das Mauspad. Der hat sehr lange noch Post-its gefunden mit Nachrichten wie: Hi, ich bin's. Wie geht's dir? Ich bin eine Maus. Ich bin versteckt. Oh, du hast mich gefunden. Nur so ein dummer Kram. Das war. Ja. Also habt ihr Spaß untereinander. Hin und Miteinander. wieder schon. Hin und wieder schon. Ist das denn für dich jetzt, ich meine, du bist ja nur schon ein paar Jahre, bist ja schon ein paar Jahre dabei. Ist das für dich so ein Traumjob, wie du ihn dir vorgestellt hast, als du damals zu Giga gegangen bist? Oder noch im Laden gestanden hast und eine Zeitung gelesen hast, die du heute schreibst, sozusagen? Also Ich Zeitung glaube, und. ich bin immer noch sehr, sehr dankbar und ich erwische mich immer noch sehr oft, in Momenten, wo ich mir denke, so, ey, krass, das ist halt gerade mein Beruf. Ob es ein Traumjob ist, weiß ich nicht, weil man muss auch immer bedenken, Videospiele ist natürlich auch etwas gewesen oder ist etwas, womit ich persönlich sehr viel Zeit verbringe. Und was halt ein Hobby ist oder eine Leidenschaft, sagen wir mal so. Und wenn du das beruflich machst, dann siehst du das natürlich mit anderen Augen, kriegst das anders mit. Und ich merke das immer, wenn ich mit meinem Cousin schreibe, der 4 Jahre älter ist. Und er sagt dann so: Ich habe hier mir Spiel XY geholt. Mega gut. Hat mir letztens geschrieben, dass er sehr viel Spaß mit Mafia 3 hat. Und ich so: What? Mafia 3? Wie kann man damit Spaß entwickeln? Aber ich glaube, wenn man sich so beruflich mit etwas auseinandersetzt, dann nimmst du es auch anders wahr. Deswegen bin ich eigentlich ziemlich froh, dass ich nicht irgendwie Musikjournalist geworden bin, weil ich glaube, für mich ist es schwerer,
das oder es ist schwieriger für mich, dass Spiele mich komplett abholen oder mich überraschen oder ich halt sehr viel Spaß damit entwickle. Und dadurch, dass ich halt einfach auch beruflich sehr viel Zeit damit verbringe und ich auch abends einfach mal Bock habe, keine Videospiele zu spielen. Ich bin froh, dass ich kein Musikjournalist geworden bin, weil ich immer Musik höre auf dem Weg zur Arbeit, während der Arbeit. Wenn ich jetzt Musik so wahrnehmen würde wie Videospiele, wäre das, glaube ich, etwas. Es klingt komisch. Ich habe natürlich Spaß mit Videospielen, aber es ist natürlich auch Arbeit und Stress. Videospiele spielen ist für mich Arbeit und Stress hin und wieder. Vor allen Dingen, weil du halt auch oft Spiele spielst, die nicht gut sind. Also so eine richtige Perle zu testen, passiert auch nicht immer. Und dann musst du halt aber weiterspielen und in den sauren Apfel beißen. Und das kann dir schon mal die Stimmung vermissen. Und ja, ich mag meinen Job sehr, sehr gerne, aber es ist für mich ein Job. Videospiele ist für mich halt auch ein Job geworden. Und ist nicht mehr so, oh cool, ja, jetzt in die Redaktion und ich freue mich voll darauf, zwei Spiele zu testen und dann muss ich noch den Artikel schreiben und dann muss ich noch dieses Video aufzeichnen, haha, und morgen fliege ich um 7.20 Uhr nach London, das heißt, ich muss um 3.50 Uhr aufstehen, das wird voll spitze. Und dann schaue ich mir irgendeine Gurke an. Klasse. Richtig toll. Also so ist es nicht. Aber ich weiß, ich habe einen sehr, sehr tollen Beruf. Einen Beruf, der auch mir sehr viel Spaß macht. Und ich bin sehr glücklich, in dieser Branche gelandet zu sein. Aber es ist halt ein Beruf. Und da gibt es Höhen und Tiefen. Wie in jedem anderen Beruf auch. Nur, dass es bei mir halt Videospiele sind. Würdest du also einem Jugendlichen, der gerade aus der Schule rauskommt und überlegt, ein Praktikum, ein Volontariat oder irgendwie sowas in die Richtung anzufangen, in der Redaktion oder irgendwo im Bereich Videospiele, würdest du dem dann dazu raten, abraten? Um Gottes Willen, nein. Lern was Vernünftiges. Ich meine, was soll ich denn in 20 Jahren machen? Soll ich immer noch Videospiele testen? Warum wenn nicht? Wenn ich dann 49 bin? Also, ja, warum nicht? Warum nicht? Ich weiß es nicht, ob ich darauf Bock habe. Findest du das, meinst du? Ich weiß es nicht. Das kann durchaus sein. Aber was ist, wenn dann, keine Ahnung, in 20 Jahren Gamesfeld dich macht? Wo komme ich denn dann unter? Also das wird nie passieren, genauso was wenig wie Film dann? Oder Musik jemals. Oh Gott, Kuri, ich stell dich an, okay? Du kannst meine Sachen redaktionell, weil dann habe ich auch eine Sendelizenz, weil das ist ja aktuell und dann kannst du bei mir auch arbeiten und dann. Bei Dizzy TV. Wow! Sehr gut. Wie geil wäre das, Kuro? Du hast deinen eigenen Arbeitsplatz hier hinten so, weißt du, und dann kannst du für mich einen Tisch und einen Sitzplatz. Hast du alles schon hier? Dann kannst du Spiele antesten und sagst mir, wie die sind und dann gucken wir. Nein, also so schlimm ist es natürlich nicht. Und klar, wenn jemand Bock drauf hat, redaktionell oder irgendwie journalistisch im Bereich Videospiele einzusteigen, dann klar, unbedingt, versuch's, mach's. Ich meine, ich hab's geschafft, da Fuß zu fassen. Ich glaube, das ist tatsächlich kein dafür muss man nicht unbedingt super smart sein oder besonders talentiert, ne? Wenn du dich mit Videospielen auskennst und halbwegs die deutsche Grammatik beherrschst, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass du da irgendwo über kurz oder lang da Fuß fassen kannst. Jetzt haben wir die Gruppe aber schon sehr, sehr klein gemacht. Ja, Entschuldigung, Sali und ich, wir sind, glaube ich, raus. aber... Boah, an euch dachte ich da gar nicht. Ja, also ich... Nö. Man muss sich halt bewusst sein, dass es halt nicht so ist, so du kommst jetzt in die Arbeit, oh, geil, ich krieg jetzt Legend of Zelda Breath of the Wild und das spiele ich jetzt einfach den ganzen Tag, einen Monat lang und mach dazu irgendwie ein bisschen coolen Kram und ach, dann fliege ich zur E3, bin in Los Angeles, einer der schönsten Städte der Welt und kann über die E3 rennen von 8 bis 20 Uhr. Ja, aber dann bist du von 8 bis 20 Uhr auf der Messe und hast deine 4 Termine und dann kommst du nach Hause um 21 Uhr und musst das, was du gesehen hast, noch in Textform unterbringen. Und dann schreibst du am Abend noch 4 Artikel und dann geht am nächsten Morgen wieder um 6 Uhr der Wecker und dann fährst du wieder zur Messe. Aber es sind ja nur 40 Grad draußen, das ist kein Problem. Und Essen
in der Zeit, ja, das machst du dann halt abends. Holst du dir kurz was bei Fat Burger. Und isst dann einen 4000 Kalorien Burger. Gott, Kuro, dein Leben ist so scheiße. Ja, werd Streamer, okay? Es ist wirklich stressig. Ja, ich weiß. So eine E3, natürlich klingt die E3 cool. Jeder würde da gerne mal sein. Ich bin dieses Jahr wahrscheinlich, wenn das jetzt nicht mit meinem Visum verkackt wird, was aktuell ein bürokratischer Albtraum ist, werde ich sogar eventuell ins Land gelassen. Wegen des Bars. Aber es ist halt, du rennst den ganzen Tag über die Messe, hast deine 5 Termine, kommst nach Hause, bist super im Arsch und schreibst dann einfach bis tief in die Nacht Artikel. Das geht eine komplette Woche so. Mhm. Und danach bist du einfach fertig. Kannst du dann Urlaub nehmen? Wahrscheinlich nicht, weil du dann noch zumindest die Woche danach noch die E3 aufbereiten musst. Und dann bist du halt einfach richtig im Sarg. Und das ist mit der Gamescom nicht anders. Bin kein großer Fan von der Gamescom, weil da halt noch andere Menschen sind. Bei der E3, eventuell dieses Jahr auch anders, eigentlich Fachbesuchermesse, aber 15.000 Tickets kommen in den freien Verkauf. Sind super teuer, mal gucken, ob sich das so halbwegs rentiert. Aber ich wäre ehrlich gesagt, ich fände es nicht schlimm, wenn ich nicht zur E3 müsste oder zur Gamescom. Weil das halt einfach sehr viel Holz, eine komplette Woche ist. Und bei der Gamescom ist es dann noch so, manche Termine sind halt nicht im Fachbesucherbereich, wo eh 2/3 Leute rumrennen, die einfach nur irgendwelche Taschen tragen, damit sie Loot abgraben können. Da musst du auch noch mal in den Consumer-Bereich. Wenn du Pech hast am Freitag, weil Paradox gerne auch mal im Fach, die haben zwischen irgendeiner Halle haben sie ein paar Container und dann musst du da raus. Ja, geil. Habe ich auch, ist sehr anstrengend. Ich habe das einmal jetzt gehabt, letztes Jahr auf der BlizzCon. Also jeden Tag dann von früh bis spät dahin, essen gehen, nach Hause und Vlog schneiden noch. Ja, und dann ist es auf einmal Nacht. Ja, und dann, und oh. Schlaf hast du da nicht. Ja, genau. Das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das auch nicht. Weil du willst ja dann halt auch sagen, dann sagst du halt, okay, ich hau dir jeden Tag den Vlog raus, weil ich bin 5 Tage nicht da. Und leck mich am Arsch, das ist echt hardcore. Das unterschätzt man halt. Das ist echt hardcore. Und dann ist halt Weihnachtsgeschäft, jede Woche kommt ein Blockbuster-Spiel raus. Und selbst wenn du nur die Hälfte davon testen musst, gerätst du halt einfach ins Schwitzen. Ja. Und dann werden halt auch Wochenende gearbeitet. Oder du bleibst halt auch mal einfach doppelt so lange in der Redaktion. Und nicht nur mal ausnahmsweise, sondern halt auch mal ausnahmsweise eine Woche oder zwei. Ja. Aber ich glaub, wenn ich dich also auf der Gamescom sehe, dann gehe ich besser nicht zu dir und halt ein kleines Schwätzchen, weil du mir wahrscheinlich deinen Kopf abreißt. Du wirst mich sehen und du wirst mit mir reden, aber ich werde dich wahrscheinlich nicht bemerken, weil ich schon direkt weiterlaufe. Also zumindest bis Freitag. Ich habe dich letztes Jahr gesehen und du hast sehr grimmig geguckt und mein Instinkt hat mir gesagt, geh nicht zu ihm hin, sag ihm nicht Hallo. Aber stellenweise, also da bin ich, Gamescom und E3 ist High Alert. Ja. Und ich fange ja, meine Gamescom fängt ja nicht, dieses Jahr ist es wahrscheinlich, ist es ja Dienstag, ne? Dienstag, ja. Dienstag, ja. Meine Gamescom fing jedes Jahr immer am Montag an. Ich hatte schon Montag meine ersten Termine. Und dann bist du halt auch spätestens am Mittwoch, hast du halt keinen Bock mehr. Und dann geht aber die Gamescom erst los. Und du weißt so, ey, ich bin hier bis Samstag, im schlimmsten Fall Sonntag. Ich bin hier gefangen! Holt mich hier raus! Oh ja, ich kann dich sehr gut verstehen. Ich kann dich sehr gut verstehen. Ich bin auch am überlegen, ob ich die Gamescom nur einen Tag mache. Ich wünschte, ich müsste da einfach nicht hin. Ich finde es auch nicht, ich finde es auch ganz ehrlich nicht mehr, nicht angenehm. Also, ich bin dieses Jahr das erste Mal da, ich bin mal gespannt. Das, also so die großen, also Dreamhack war für mich, war okay. Also das ist noch locker und leger, aber voll, also ich war letztes Jahr auf der Gamescom um 8 Uhr morgens da rein. Also um 5 sind wir, glaube ich, losgefahren, um 8 Uhr morgens da rein. Um, wann hat das Ding zugemacht? 20 Uhr? Hm. Ja, also 18:20 Uhr. Ja, 18 Uhr raus, zum Auto, ins Kino, essen, nach Hause, schlafen, um 5 wieder raus und dann nach Hause fahren. Ey, danach bist du, sorry. Also wirklich bei aller Liebe, so gern man auch immer alles sehen will und sich immer alles angucken will. Und du hast ja, bei dir ist ja noch krasser, du hast ja noch Termine, ja? Nee. Boah.
Also es ist schon ganz nett, weil es halt auch so ein bisschen Klassentreffen ist und läuft immer irgendwem über den Weg, den du magst und den du aus der Branche kennst. Aber es ist halt schon sehr viel Holz. Aber das ist ja auch nur so beiläufig Gespräche. Mehr ist das ja auch nicht. Ja, klar. So, hey, ruf mich mal wieder an so und dann, okay, ich bin schon wieder weg. Währenddessen du eigentlich schon, das ist halt schon krass, ja. Also ich sag mal so, da arbeiten, stelle ich mir echt, also ist schwierig. Insofern, klar, Spielebranche ist schon cool und wenn du Videospiele magst, dann ist das natürlich auch nochmal ein Plus. Aber es ist auch sehr viel Arbeit. Punkt. Ja, aber und das ist ja... Wenn man sagt so, okay, damit komme ich klar und wenn ich weiß so, ey, ich teste nicht immer die besten Spiele und ich muss manchmal auch Artikel schreiben, auf die ich keinen Bock habe oder mich mit Spielen auseinandersetzen, die absolut nicht meins sind und vielleicht auch mal ein paar Wochen gar kein Spiel spielt, sondern halt einfach News runterratterst oder so, und wenn du sagst, ey, das ist okay, dann definitiv. Aber werd dir bewusst, dein Hobby oder deine Leidenschaft wird zum Beruf. Und das hat alle positiven Aspekte, die du vorstellen kannst, aber es hat halt auch alle negativen Aspekte. Dein Hobby wird zum Beruf. Geil, mein Hobby wird zum Beruf. Aber mein Hobby wird zum Beruf. Wollen wir das hier an der Stelle so stehen lassen? Ja. Wir gehen fix. Also ich würde gerne Pibi machen. Und dann würde ich sagen, greifen wir so noch ein paar Sachen auf, weil wir haben ja noch ein paar Fragen bei Twitter, die noch drin sind, die sehr, sehr angenehm sind. Und dann haben wir ja auch noch Streamer der Woche. Wenn wir möchten, können wir uns noch ein bisschen über Dark Souls unterhalten. Ja, das können wir auch lassen. Wir können über alles reden. Ja. Wollte ich gerade sagen, wir können über Gott und die Welt reden. Aber lasst uns kurz in die Pause gehen. Ich würde euch eben schnell den Pausescreen anmachen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die stellen unter Hashtag Plankenschnack bei Twitter. Oder ihr kommt in die Twitch-App, dort in den Plankenschnack-Channel und haut die dort rein. Also falls ihr Herrn The Flens mit L, ja, nicht so wie in der Grafik heute, weil wir sind super vorbereitet bei dem Plankenschnack 39, habt ihr bestimmt schon gemerkt. Professionell ohne Ende. Höchstes Niveau heute. Und deswegen gehen wir jetzt ganz kurz in die Pause, sind gleich wieder da und ihr könnt eure Fragen stellen. Wo ist meine Maus? Okay, bis gleich. Thank you.
Meine Damen und Herren, wir sind zurück aus der Pause. Pipi ist erledigt, alle haben alles gemacht und da sind wir wieder. Oh, noch schnell aus dem Pausegesicht raus. Hi. Hast du gerade das Pinguin inhaliert? Wie gut. Mein er hat sich das in Bart gesteckt. Da ist ein Kühlschrank Pinguin versteckt. Mein Bulli und die französische Bulldogge, die haben auch die Sachen so inhaliert. So. Alles gut. Super. Wow. Guten Hunger. Großartig. Wollen wir noch fix die Fragen durchgehen, die bei Twitter gelandet sind? Ja, gerne. Das können wir machen. Klappi. Ja, ich. Ja, mach du mal. Ich fange mal an. Da kamen tatsächlich schon vor ein paar Tagen welche rein. Ja, man muss ja auch mal, Marinos muss man ja mal Danke sagen. Wer auch immer das bei Twitter ist, also wirklich, Hut ab? Ja, warten wir noch die Fragen ab. Nee, die habe ich ja schon gelesen. Ja, gute Fragen. Ich fange mal beim Anfang an. Ja. Thema schwankende Viewerzahlen, Aufbau einer Community. Was ist gut oder nervt auch mal? Spielt doch mal Game XY wegen Community. Oh, das kommt genau richtig heute. Das ist genau das richtige Thema. Davon habe ich keine Ahnung. Echt? Der Gamesworld Twitch-Stream funktionierte nicht so gut. Deswegen machen wir ihn sehr, sehr selten mittlerweile. Ich habe keine Ahnung. Wir haben alles versucht. Hättest du mal nach einem Host fragen sollen. Das macht. Ah, shit. Ah. Ey, Digi, kannst du mal hosten oder was? Ich streame noch privat. Haha. Hey. Ey? Das machst du auch? Fremdwerbung. Wow. Du streamst privat? Ja. Warum folge ich dir? Warte mal, das muss ich jetzt mal. Wow. Das wusste ich nicht. Ich guck da ja. Ich mag dich ja cool, ne? Habe ich dir ja gesagt, so. Ist ja. The Flans, ne? _Butters. Flans_Butters. Ah ja. Flans, okay. Ich werde das mal eruieren. Ich hab dir, so selten. Ja, ist egal, aber halbwegs so ein bisschen eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Ich glaube, das ist wichtig. Regelmäßigkeit. Und dann hostest du uns nicht mal, weißt du? Was bist du denn für eine? Regelmäßigkeit ist das A und O. Ich versuch's jetzt montags und donnerstags. Weil ich gemerkt habe, so Freitag würde ich lieber was anderes machen. Aber es ist bei mir auch so immer so ein bisschen heikel. Weil diesen Montag war ich zum Beispiel nicht da. Fällt halt aus. Und also ich glaube, Regelmäßigkeit ist das A und O. Und öfter als einmal in der Woche. Im Idealfall dreimal die Woche. Ja, das kriege ich nicht hin. Wie soll ich das denn machen? Weiß ich. Also die Woche war schon dreimal bei mir auf jeden Fall. Ja, ich hab letzte Woche Donnerstag gestreamt. Ich hab letzte Woche Donnerstag gestreamt. Das ist aber das ist schon ein halbes Jahr in Internetzeit. Ja. Stark. Also, um zum Thema zurückzukehren, es gibt Dinge, die nerven. Schreib mir das auf. Mhm. Es gibt Dinge, die nerven. So Dinge wie heute, wo das einfach nicht so läuft, wie es laufen sollte. Aber das müssen wir nicht weiter ausführen. Und da ist das gerade nicht förderlich, wenn aus Versehen mal ein Fenster aufgeht im Explorer und das auf dem Stream zu sehen ist und der halbe Chat sich so, oh, der CA, oh, Regie fehlt. Ja, I know. Menscheln muss es. Ja, das ist halt menschlich, ne? Ich habe gestern gerade was dazu gesagt und ich glaube, wir haben auch schon sehr viel vorher darüber geredet, die anderen Male im Plankenschnack. Ich glaube, man soll auch groß werden. Man sollte darauf nichts geben, sondern einfach sein Ding machen. Und mehr sage ich dazu nicht. Ja, finde ich auch. Also, Regelmäßigkeit ist einfach, damit die Leute wissen, wann du da bist und zum Community aufbauen, meiner Meinung nach das A und O. Regelmäßigkeit. Und feste Zeiten. Aber ansonsten sollte man wirklich nicht auf die Zahlen schauen, besonders nicht im Aufbau. Man sollte sich
mit seiner Community verstehen. Man sollte aussortieren, schön. Leute, die man nicht mag, nicht hoffen, oh mein Gott, der eine, der cool ist, jeder wichtig, sondern. Ne? Hier, alles professionell auf diesen Game-Zettel. Alter. Schreibst du das wirklich auf jetzt? Ja, voll. Was machst du? Ich werde hier cool und voll groß. Spiel nur noch League of Legends. Und aber Kamera von oben so. Und du kannst doch auf der Homepage irgendwas releasen, ja, oder? Nämlich um in Kurus Mata. Und warte mal, was hier, und spiele nur noch natürlich League of Legends, Counter-Strike gleichzeitig. PlayerUnknown's Battleground geht gut, habe ich gehört. Ja, das ist aber auch ein gutes Spiel. Gut gehen. Das ist ja doof. Also ich find's schade, wenn Leute im Chat auch fragen, ja, ich möchte anfangen mit Streamen, welches Spiel soll ich nehmen? Nimm das, womit ihr am meisten Freude habt. Weil alles andere ist für ein Puppes. Ja, ist es nun mal. Ihr sollt Freude haben, weil spiel es soll. Ich jetzt auch. Echt? Hab ich noch nie gestreamt, noch nie gespielt. Und ich, FIFA 17 Ultimate Team und den ganzen Tag nur Packs öffnen. Genau, ich wollte gerade sagen, nur Pack Openings. Den ganzen Tag. Und also wenn ich einen coolen Cristiano Ronaldo ziehe, schmeiße ich meinen Fernseher aus dem Fenster. Ja. Mit der Tastatur. Tastatur dann, gleich hinterher. Dann einfach. So, oh shit, was habe ich da getan? Ich habe meinen Fernseher aus dem Fenster geworfen. Egal, Cristiano Ronaldo ist voll gut. So. Kannst du ja Donation Goal dann aufmachen. Das ist auch wichtig. Damit du den wieder einsammelst, dass du den neuen kaufen kannst. Ja, genau. Und noch so eine Gambling-Seite, oder? Die brauchst du auf jeden Fall, wenn du Counter-Strike zockst, brauchst du auf jeden Fall eine Gambling-Seite. Aber das geht bei Twitch nicht. Mit der du natürlich nichts zu tun hast, ne? Nichts. Also, ich bin nur eingetragen. Als Admin. Ja. Als Gründer und Verwalter und Chef und... Nein, was? Hast die random im Internet gefunden. Wusste ich gar nicht. Leuten zeigen. Komisch. Und wenn es gar nicht klappt, dann kannst du immer noch RuneScape streamen. Ja. Wenn es gar nicht klappt, gehe ich zu YouNow. Oder so, ja. Ihr seid unmöglich. Echt? Unmöglich sein. Es war eine ernst gemeinte Frage. Ja. Und dann kommt wieder sowas von euch, ey. Es tut mir leid. Aber wir können trotzdem die nächste Frage nehmen, glaube ich. Ja, ich glaube, wir haben sie kompetent beantwortet. Eww. Weiter geht's. Don't give a fuck war quasi, was unterm Strich steht. Slabby, aber doch nicht auf meinem Channel solche Worte. Ist nach 10. Nee, aber nicht auf meinem Channel. Das kannst du gerne bei dir machen, währenddessen du Zelda spielst. Und dann verklickert das mal Nintendo mit ihrer Jugend. Ja. Ach so, du hast das fertig endlich? Ich hab Zelda fertig. Oh. 140 Stunden, ich bin durch. Oh, dann kann ich ja bei dir auch endlich mal wieder raufklicken. Ich habe sonst immer so, ach nee, ach, ist egal. Dann hat das ja vielleicht jetzt wieder ein bisschen Relevanz, deinen Namen zu klicken am Nachmittag. Jetzt gucke ich sexy Anime-Mädels unter den Rock. Oh, ja gut, dann sagst Bescheid, wenn du fertig bist. Ne? Einfach so. Vielleicht gucke ich dann auch mal wieder zu, wenn du was Tolles spielst. Ja, nee, Nier Automata ist toll, wenn ich das mal so sagen darf. Er ist wirklich toll. Habe ich noch nichts zu gelesen. Was ist denn hier die nächste Frage? Ach so, ist ja mein Job. Ja? Taktiken in Games, nutzt man sie Single oder Multi? Informiert man sich, entwickelt sie selber, sollten Games verschiedene haben? Ja. Ja. Yeah. Nächste Frage. Ich bin mir nicht gerade sicher, ob ich diese Frage verstehe. Ja. Yeah. Weiter geht's. Nein, ob man Taktiken... Alles ist gut. Man ja. Nächste ja. Frage. Nein, also wenn ich das jetzt richtig verstehe. Was ich zum Beispiel gut fand Großartig. Da kommt wieder die Professionalität bei Kuro durch, ja? Ja. Habe ich tausendmal schon gehört. Ja. Er hat gesagt, soll man sich seine eigenen Taktiken machen? Ja. Natürlich. Wenn du willst, guck noch ein bisschen auf YouTube. Mach irgendwas, was andere auch machen und das erfolgreich ist. Fertig. Ich habe ein schönes Beispiel dazu. Was ist das für ein cooles Glas gewesen? Weißt, wenn du dir ein Nutella-Brot machst, dann denkst du auch so, okay, wie kann ich jetzt mein Nutella-Brot machen? Ich streich oben drauf. Ich nehme nicht eine Brotscheibe und streibe unten und oben. Das ist eine dumme Taktik. Nee, pass auf. Ich mache immer den Tripler. Ich mache den Tripler. Tripler? Kriegst du mit? Ist eine gute Idee. Ja. Mach ich auch so.
Fertig. Man adaptiert. Was ist denn der Tripler? Aus. Der Tripler ist eine Scheibe richtig schmantig, eine draufgeschmissen, noch eine schmantig und noch eine draufgeschmissen. Das ist der Tripler. Wie ein Doppelwhopper. Genau. Nur Schokolade. Ja. Frage beantwortet, nächste Frage. Ich hatte trotzdem noch eine Antwort. Ach so. Gottes Willen. Geil. Okay. Ja, nee, Sammy, mach mal bitte, ja. Kurz. Ich mach's ganz kurz, keine Angst. In Witcher 3 habe ich auf schwer gespielt. Fand ich. Mach weiter, fandest du. Fand ich. Ich fand. Ja. Alles okay. Weil ich es auf schwer spielen musste, musste ich mich tatsächlich mit diesen ganzen Tränken auseinandersetzen und wirklich taktisch und strategisch in den Kampf reingehen. Mhm, ja. Und dadurch habe ich mich viel, viel mehr gefühlt, wie tatsächlich, als ne, die Immersion war viel stärker da, deswegen sollte man sich da auch Gedanken machen. So, nächste Frage. 1. April. Ja, 1. April. Habt ihr jemanden in den April geschickt? Was hast oder wurdet du, ihr was hast du denn gespielt? Geschickt? Was? Hast du Todesmarsch gespielt? Ja. Ja, dafür brauchst du keine Tränke, du Nulpe. Klar. Ach. Ja, aber ich habe sie trotzdem benutzt. Ach so, ja, dann wenigstens. Ich habe auch immer in den wie ist das nochmal, in dieses Buch geguckt, um zu gucken, was immer die Schwachpunkte der einzelnen Gegner waren, um den richtigen, halt richtige Coating auf mein Schwert zu packen. Ja, das habe ich auch gemacht. Das ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Dadurch hat mir das Spiel halt viel, viel mehr gegeben. Als einfach rein und das ist so wie bei Zelda. Da sehe ich Leute, die da einfach nur rumrennen, auf alles rumhacken mit ihren Waffen und sich dann beschweren, dass ihre Waffen so schnell kaputt gehen. Ich ja, habe das jetzt gar nicht als Taktik gesehen. Ich denke bei Taktik an Spielen wie CSGO oder sowas. Ja, kann ja, ich immer erst umgucken, wenn man die Bombe plantet. Gute Taktik. Warte, schreibe ich mir auf. Waffe nachladen, wenn Gegner vor dir stehen. Ja. Soll auch in Battlegrounds helfen, habe ich gehört. Mhm. Das sind so Taktiken, die ich geben kann. Dark Souls ist essentiell immer eine Million Seelen sammeln, immer. Habe ich auch gehört. Bei Dark Souls Taktik ist auf jeden Fall nicht sterben. Nicht sterben. Nicht getroffen werden. Ist eine gute Taktik. Geht gut. Magier sind dumme Kacknasen. Ja. Nee, gespielt. Das ist weniger ein Tipp, das ist weniger eine Taktik als eine Lebensweisheit. Magier stinken. Ja. Magier sollen sich löschen gehen. So, also wie war das jetzt hier? 1. April reingeschickt worden oder so? Nö. Habt ihr es geglaubt oder nicht? Ich dieses Jahr gar nicht. Ich voll. Was ich denn? Bin dafür sehr anfällig. Ja, generell echt? Immer. Dieses Jahr war ich im Zelda Reddit und hat jemand geschrieben so, oh, hier die Ocarina, ne, hier, Flirty-Flirt. Gibt es. Im Wald, der Krog. Ich so, ach, krass, geil, such, Stunde um Stunde. War ein April-Scherz. Es gibt sie nicht. Aber das Video war so echt. Da hat sich jemand wirklich viel Mühe gegeben. Blödian. Ich wurde von Twitch ein bisschen reingelegt mit den Clips, die man mit Emotes belegen kann. Also, dass du quasi einen Hashtag Bleed Purple eingeben kannst in den Titel deines Clips und dann regnet es die ganze Zeit dieses Emote im Clip. Da bin ich tatsächlich drauf reingefallen. Aber die haben das auch am 31. März veröffentlicht. Da war es ein bisschen schwierig, da schon als April-Scherz zu entdecken. Ja, bei denen war da schon. Ja. April. Was war denn das? Nee, bei denen war noch nicht April. Die sitzen in den USA. Wenn sie in bei Australien denen war noch gesessen. Weniger April. Ja. Achso. Ich kann mich an nichts erinnern. Ach, ich nehme das gar nicht. Ich nehme das gar nicht wahr. Das ist immer so erst so, aha, oh ja. Mh, oh. So nach der Hälfte oder nach ein paar Stunden merke ich dann so, mh. Das Internet verarscht mich ja, jeden ja. Tag. Das ist so. Und ich verarsche das Internet den ganzen Tag. Wie häufig ich. Beim Zelda-Stream. Vorsicht, ganz vorsichtig. Jetzt kommt eine Lobesrede.
Er lobt sich selber. Ich bin der Beste. Abonnieren, bitte abonnieren. Der Leech King tritt vor und spricht. Voll. Nein, ich hab jetzt. Immer Ruhe. Zelda. Sch. Jetzt. Zelda. Zelda. Sch. Hau rein, Slevy. Schmeiß mal die Lobesrede, dass du jeden Tag das Internet verarschst. Mit deinen großartigen Tweets, die so richtig reinhauen. Was denn für Tweets? Naja. Ich wollte überhaupt nicht von Tweets reden. Ach so. Nur weil du keinen Humor hast, weißt du? Ja. Oh oh. Ja. Ja, ich lach nur im Keller, Slabby. Ja, ich sitze im Keller. Jeden Tag. Deswegen lachst du auch so viel. Ja, eben. Okay. Ja, aber in deinem Spiel, Ocarina of Time. Nein, jetzt auch nicht mehr, nö. Nur erzähl von Zelda. Nö. Ich hab Zelda immer Zelda genannt. Ja, und? Ganz viele Jungs kommen dann rein, aber das ist Link. Mir ist es Zellert. Zellert. Oder Long. Long! Ey, ihr müsst mal auf YouTube suchen, Adventures of Long. Long? Ja. Oh, ich muss da an was ganz anderes denken. Ferkel. Long. Und das war jetzt dein Super-Troll? Nein, du hast das angekündigt als Super-Troll. Nein, du hast aber auch gesagt, dass du alle verarscht. Ja, wollte ich gerade sagen. Unter anderem. Indem du sagst, dass Link dann ist. Fallen nämlich tatsächlich Leute rein und die sind dann ganz echauffiert im Chat. Das ist Link. Vielleicht halten die dich auch einfach für komplett... Davon gehe ich aus. Für einen besonderen Menschen. Ich möchte ganz kurz mal fragen, ist zufällig einer von diesen besagten Herren da, Anschlüpper, das Guffel, Rakros, irgendwie so in die Richtung, vielleicht Herr Doktor noch oder so, können die dem jungen Mann mal beibringen, wie man Leute so richtig aufs Korn nimmt? Danke. Hey, die haben sogar mit. Der Anschlüpper hat mitgemacht bei mir im Chat. Okay. Okay, ja. Nächste Frage. Ach, Slabby. Next. Keiner reingefallen? Nee. Nein. Klar. Was war der beste, witzigste oder intelligenteste April-Scherz, den ihr mitbekommen habt? Der von CD Projekt. Darf ich? Wenn du jetzt mich verarschst, ne? Ich komm morgen nach Dresden gefahren. Ich setze mich heute ins Taxi. Ich komme nach Dresden gefahren und ziehe dir ein Internet raus für eine Woche. Kannst du machen nächste Woche, weil ich bin nicht da. An dem Tag, an dem Slabby Link Zelda nannte, das war der glorreichste April-Scherz, den ich je mitgemacht habe. Oh Gott, das geht. Aber es ist halt, die Vorlage ist ja auch großartig. Sensationell. Ich muss sagen, die Ocarina, die Fake-Ocarina in Breath of the Wild, das war halt ein Video, wie der Typ das Ding aufgesammelt hat. Und dann hast du die Item-Beschreibung gelesen. Und das sah halt aus. Er hat halt eine Kiste aufgemacht. Hörst die. Und denkst, okay, Ocarina of Time. Beschreibung. Oh, vielleicht kann dir jemand beibringen, wie man sie spielt. Und ich so. Boah, ich such sofort. Das. Spitze. Direkt meinen Freunden geschrieben in meiner Zelda-WhatsApp-Gruppe. Guck mal an, was da jemand auf Reddit gefunden hat. Spitze. Und dann Viertelstunde später so, ja, vielleicht. Im Spread ist man sich unsicher, ob das stimmt. Ich guck mal. Aber ich fand nie. Fand ich bemerkenswert. Sehr viel Aufwand. Ich krieg gar keine mit. Ich hab den durch Blödsinn mitbekommen, wegen einem Artikel, die 10 besten April-Scherze von Publishern. Das habe ich mir mal angeschaut, aber direkt am 1. April kriege ich gar nichts mit. Ist ja auch gut. Nächste Mal. Feiert ihr Ostern? Macht ihr irgendwas Bestimmtes an Ostern? Weil ist ja jetzt. Ich werde absolut gar nichts machen. Wahrscheinlich nicht mal eine Hose anziehen. Ich werde streamen. Klingt nach Alter. Vielleicht ziehe ich auch eine Hose an.
Wer jetzt Schimmelkobo, wir tragen die Hosen. Unten ohne. Deswegen habe ich keinen Erfolg. Keine Hosen tragen. Keine Hosen tragen. Yep. Hosen. Okay. Ich hab. Ja, Ostern. Gut, dass du gesagt hast, es ist Ostern. Ich glaube, ich werde dieses Jahr mit meiner Freundin an Ostern früh aufstehen, mir Eier kochen und mal eine richtige Toaststulle mit Ei essen. Das esse ich gerade jeden Tag. Ich bin da mega scharf drauf. Ey, es sind auch die kleinen Dinge im Leben. Eben. Das macht so happy. Das ist so ein schönes, so halb gekochtes Ei, 7-Minuten-Ding. Das machst du auf und dann ab auf die Margarine, ein bisschen Salz drüber. Ja. Celebrate good times. Oder come Maggi. Habe ich vor 2 Wochen Maggi? Ausprobiert. Nee. Ja, ich habe das. Doch. Ich habe das vor 2 Wochen, hatte ich das Thema im Chat, weil ich das gerade nonstop esse. Und haben die gesagt, ich soll mal Maggi ausprobieren. Und ja, schmeckt. Kaufst du die gekochten fertigen Eier? Wenn du mal Nudeln kochst, dann nimm selber. Statt Ketchup okay. Einfach ein bisschen Gemüsebrühe. Einfach über die Nudeln brühe. Das ist auch super lecker. Ich habe mal Salmonellen bekommen von diesen gekochten Fertigeiern im Laden. Da habe ich mal ein nicht so gutes erwischt und seitdem koche ich meine Eier selber ab. Die müssen nicht angemalt sein, die sind auch so schön. Direkt nächste Frage. ja. Labby, was machst du denn Ostern? Ich mach gar nichts. Ich zieh nicht mal eine Hose an. Ess kein Ei. Und. Wolltest du nicht nach Dresden kommen oder Internet abstellen? Bitte? Wolltest du nicht nach Dresden kommen, Internet ja, abschalten? Morgen ist noch kein morgen sind Osterferien. Morgen ist Montag, ne? Jo. Ich fahre Montag nach woanders hin. Also kannst ruhig vorbeikommen, ist okay. Ist klar. Nach ich hab hier die Internetleitung. Was? Eine Woche kein Internet, Internetverbot. Für mich? Für einen kleinen Dizzy. Ja, dann klär das mal mit meiner Freundin. Die gibt dir erstmal einen auf die 12. Ja, die steigt noch mit ein. Was, dir eine Reize hauen, ja? Nee. Die Internetverbot. Danach kommt die Katze. Wenn die kein WLAN hat, oh oh. Verbindet ihr Ostern mit irgendwelchen Spielen? Nein. Nee, nicht wirklich, ne? Wir haben früher mal Bogen geschossen. An Ostern, in der Tat. In echt oder in einem Spiel? Nee, in echt. Ah. Ich habe ganz spät angefangen, Computer zu spielen. Da gab es keine Bögen mehr. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel früher du meinst. Ich habe jetzt gerade so... Ja, hier so ungefähr gesehen, in der so Größe so... Pi mal irre. 1,50 Meter, 1,20 Meter so. Das weiß ich noch. Nee, aber ja, sonst. Bogenschießen ist cool. Mhm. Und schwer. Bogenschießen wird mir auch gefallen. Was war das? Achso, Spiele mit Ostern. Nein. Ja. Nicht unbedingt, ne? Ich auch nicht. Nö. Also Weihnachten ja, klar, aber. Ostern jetzt nicht. Nächste Frage. Was waren für euch witzige Game-Momente? In-Game, Stream, Veranstaltung? Mass Effect, Andromeda. Von vorne bis hinten. Sehr, sehr witzig. Wo ist ihr Vater? Er ist tot. Ja. Ansonsten witzige Gaming-Momente? Nö, gibt es nicht. Ich bin immer sehr ernst, wenn ich Videospiele spiele. Fallout 4, Cotswold, der hatte ein paar gute Witze, die waren so unterirdisch, dass ich lachen musste. Gesundheit. Wenn man zu Hause ist, er läuft da halt rum, dann kannst du. Ah nee, warte, das war nicht Cotswold. Das war ein Automaten, den man zu sich nach Hause schicken konnte. Und der hatte Bier und wie hieß denn der? Ich weiß es nicht mehr. Und den kannst du Witze erzählen lassen. Die sind so flach. Herrlich. Da waren gute Witze dabei, da habe ich oft gelacht. Also ich habe auch einen. Oh Gott. Einen flachen? Ja. Erzähl mal. Ich weigere mich zu lachen. Nee, eigentlich jedes Spiel, was ein Auto hat. Eigentlich echt jedes Spiel, was ein Auto hat. Weil ich bin so begabt im Autofahren. Ich habe die schon an kurioseste Stellen geparkt. In der Tat, also... Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, wir mussten fliehen in Watch Dogs 1 noch damals.
Oh, tolles Spiel. Mit einem weißen Sportwagen. Ja, das habe ich auch nicht zu Ende gespielt. Mit einem weißen Sportwagen. Wir mussten über eine Brücke und ich habe mich gefreut, dass die Brücke so ding, 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 ding hochgefahren ist. Und dann ging es raus und ich war an der Seite auf dem Pfeiler bin ich gelandet. Und ich bin von dort nicht weggekommen. Also ich lag wirklich auf diesem Pfeiler drauf. Wir haben uns bepisst vor Lachen. Aber mein, glaube ich, mein allergrößtes Highlight, und das ging eine Woche lang, das war My Summer Car. Also My Summer Car war wirklich durchweg eine Woche lang Dauerparty. Yep. Ich habe so viel gelacht, ich habe geheult vor Lachen, ich hatte jeden Abend Kopfschmerzen vor Lachen. Es war gigantisch. My Summer Car. Und man hat dabei noch gelernt, wie man ein Auto zusammenbaut. Nee, ich nicht. Aber das spielt ja keine Rolle. Es ist ja gefahren am Ende. Aber das war ein Fest. Und das, also ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder hinkriege. Aber das werde ich auf jeden Fall irgendwann nochmal versuchen, weil das war toll. Wir hatten im Gameswelt Livestream, hat Felix immer mal wieder American Truck Simulator gespielt mit Lenkrad. Und er hat immer gesagt, dass er die perfekte Fahrt hinbekommt. Also eine Fahrt, wo er keinen Schaden macht. Oder ein Strafzettel kriegt. Hat nie geklappt. Und einmal ging es sehr, sehr gut und ist ihm aufgefallen, oh shit, ich muss ja tanken. Fährt Richtung Tankstelle, hat aber die ganze Zeit gesagt, ja, kein Problem. Fährt die Tankstelle an, 10 Meter vorher, Sprit ist alle, kommt zum Liegen. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Ich schließe mich Dizzy an, My Summer Car. Dieses gesamte Spiel ist ein Highlight. Komplett, von Anfang bis zum Ende. Und es wird immer noch mit Patches ausgerüstet und da kommt immer noch mehr. Und ich kann es nicht erwarten, wieder zurückzugehen. Schraubt man da nicht virtuell ein Auto zusammen? Mhm. Oh, sehr cool. Und man trinkt und Bier ohne tun, Ende. Muss Geld verdienen, um dir das Tuning-Zeugs zu leisten zu können. Mhm, ja, am Anfang kaufst du eh nur Bier. Kanisterweise, LKW-Ladung weiß, Bier. Und dann stehst du in deiner Werkstatt. Eine Schraube reingedreht, erstmal Bier. Finnland Simulator. Finnland Simulator. Klingt gut. Aber wisst ihr, was noch ein schöner Moment war? Als Slappy Link Zelda nannte. Das war ein großartiger Moment in der Spieleindustrie. Das war großartig. Ich hab gelacht. Du wirst dein Fett noch abkriegen, keine Angst. Ich hab so gelacht, als Slappy das machte am 1. April. Bist auch wahrscheinlich drauf reingefallen, ne? Ja. Ja. Deswegen hängt ihm das noch so nach. All die Jahre reingefallen ist. Der hat sich, der war einer von denen, die sich. Ich mein, der ist mit seinem zweiten Account reingegangen, der heißt Link. Warum heißt das dann auch Legend of Zelda? Ja, eben. Ja, eben. Verstehe ich auch nicht. Macht ja keinen Sinn. Müsste doch Legend of Link heißen. Weil das kriegst du von Zelda mit nichts. Nein. Ja. Political Correctness in der Game-Branche. Im Sinne von? Zu viel, zu wenig, richtig, zu viel Hate manchmal. Naja, also Morddrohungen finde ich schon irgendwie kacke. Mhm. Sei es gegen Entwickler, sei es gegen Frauen, Streamerinnen oder Entwicklerinnen. Ja, so ein gewisses Maß an Political Correctness sollte natürlich schon da sein. Aber die Spielebranche, muss man sich auch bewusst werden, ist ein ziemlicher Affenzirkus. Ja, Political Correctness. Im Rahmen. Also man muss ja nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber wenn nur weil ein Spiel schlecht ist, muss man jetzt auch nicht jemanden irgendwie den Tod wünschen oder jetzt irgendwie hier Hashtag It's about ethics in game journalism. Boah, sind dieses ganze Gamergate-Ding. Mhm. Leute, die objektive Spiele-Reviews fordern. Die sollen sich alle mal in eine Reihe stellen. Ich krieg alle von mir einen schönen Slap. Aber mit dem Handrücken. For the disrespect. Weil Objektivität gibt es nicht. Du willst ein Spiel objektiv bewerten. Und sagen sie, ja, aber man kann ja an grafischen Gesichtspunkten, man kann ja sagen, ja, die Auflösung und Anti-Aliasing
Ja, aber das sind, selbst wenn du dir, selbst wenn du sagst, hier, ich nehme hier Element X, Element Y, dann sind das immer noch Punkte, die dir wichtig sind, an denen du ein Spiel halt bewertest, an denen du halt etwas festmachst. Objektivität gibt es nichts. Gibt es nicht. Du kannst kein Spiel objektiv. Wie willst du Spielspaß objektiv bewerten? Das geht doch, also du kannst doch prinzipiell. So, ja, ihr könntet ja auch mal Spiele etwas objektiver bewerten, würde ich am liebsten ins Gesicht schlagen. Da hört die Political Correctness bei mir auf. Weil das ist halt einfach Unfug. Gibt es nicht. Man kann ja überprüfen, ob ein Gameplay-Element funktioniert. Ja, und dann? Dann kannst du sagen, so, ja, wenn du auf F drückst, öffnest du die Türe. Funktioniert. Was? Wie hilft es einem weiter? Du kannst sagen, ja, hier, Story hat keine Logiklücken, aber was bringt dir die sinnmachendste Story, die keine Plotholes hat, wenn sie einfach scheiße langweilig ist? Was ist besser? Hast du keine Plotholes oder du hast vielleicht ein paar Plotholes oder Logiklücken, aber das war einfach spannend bis zum Schluss. Wie bewertest du das dann? Was ist dir wichtiger? Spielspaß, objektiv bewerten. Da werde ich tatsächlich immer noch sehr, sehr wütend, weil man mag es kaum glauben, das liest man sehr oft. Und diese Gamergate-Fraktion, da gab es mal eine Seite, wo Leute tatsächlich objektive Reviews geschrieben haben. Ich habe mir eins durchgelesen. War ein netter Versuch. Das war richtig Quark, ey. Das war richtiger Quark. Genau wie die komplette Gamergate-Fraktion ist. Aber das ist ja auch wieder. Ach, da kann ich. Ach, lassen wir es einfach. Political Correctness. Ich weiß auch nicht. Das geht aber auch in die andere Richtung. Also, du hast vorhin noch Polygon genannt, die irgendwann mal gefordert haben oder CD Projekt Red schlecht geredet haben, weil es keine Schwarzen in der Welt von Witcher gab. Und solche Geschichten. Also man kann es auch übertreiben. Und ja, natürlich kann man es übertreiben. In letzter Zeit, Polygon übertreibt ziemlich häufig mit manchen Dingen. Dann schreibst du nicht in den Kommentaren, ich weiß, wo du wohnst, ich stech deine Frau ab. Ja. Und sagst du, ja, okay, das ist nicht meine Meinung. Oder du versuchst mit denen zu diskutieren. Richtig. Und wenn du auf keinen Nenner kommst, ist ja auch nicht schlimm, nicht auf einen Nenner zu kommen. Man kann ja auch sagen, so, ey, ich finde euch cool, aber hier, da bin ich anderer Meinung. Ist ja auch vollkommen okay. Dann geht das Leben weiter. Es sind nur Videospiele. Was ist los? Ich weiß nicht. Dieser Begriff ist für mich, ich krieg da so ein bisschen die Reiherei. Ich habe folgendes Problem. Und das geht weit über den Gaming-Bereich hinaus. Political Correctness, also ist für mich mittlerweile ein Begriff, wo ich das blanke Kotzen kriege. Denn du wirst für jeden Furz belangt heutzutage. Jeden. Ich bin nicht dafür, dass man Leute als Hurensohn bezeichnet oder sie als dumm betitelt oder was auch immer. Aber das, was du zum Beispiel gesagt hast, mit diesen objektiven, gehen mir einfach so tierisch auf den Sack mit ihrem Political Scheiß die Wand an. Ja, aber das darfst du jetzt nicht so sagen. Ja, dann darf ich bitte meine Meinung haben? Nee. Das ist jetzt hier aber politisch nicht, das nervt mich. Also auch in der Gaming-Industrie, wenn du ein Spiel einfach nicht magst und du führst auf jenes und das war bei mir mal Final Fantasy zum Beispiel so. Ich habe gesagt, okay Leute, ich mag Final Fantasy nicht, weil dann habe ich halt so meine Dinge aufgezählt, die ich persönlich wahrgenommen habe. Und da ging ein riesiges Feuerwerk los, weil nee. Ja, aber dann denkst du so, okay, ja doch, ich habe aber 30 Stunden reingegangen. Und dann musst du halt jeden Furz immer auseinandernehmen heutzutage. Und das finde ich sehr schade, weil entweder gehst du da so ran und sagst, okay, drauf geschissen und kanntest dann jeden weg. Aber es geht einfach nicht mehr, weil jeder halt was zu sagen hat. Und das Medium Internet gibt jedem
die Möglichkeit zu reden. Und plus, und da kommt wieder so Aprilscherze und so Slappy sein Zeug, was mich zum Beispiel immer so tierisch triggert, weil das sind einfach so belanglose Sachen. Und dann, du kannst das gar nicht mal mehr rausfiltern, was überhaupt heutzutage noch für ein Belang ist und was nicht. Und deswegen ist dieses Political Correctness-Ding einfach so, okay, nach mir die Sinnflut, ist mir egal. Aber wir spielen hier Videospiele. Mhm. Alles, was wir hier tun, ist am Ende belanglos. Nee, für mich nicht, weil am Ende des Monats steht halt eine gewisse Zahl auf dem Konto. Okay, aber in dieser Filterblase haben wir im Prinzip Belangen, über denen wir neues Belangen machen, keine Ahnung. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So, wir machen aus Videospielen etwas und in diesem Etwas machen wir vielleicht belanglose Dinge, aber die sind dann eben in dieser Blase wieder von Belang. Ich glaube, was nicht zu unterschätzen ist, ist die Tatsache, dass im Bereich der Videospiele du mit Menschen zu tun hast, sehr oft mit Menschen zu tun hast, die extrem leidenschaftlich sind, die, wenn sie etwas gefunden haben, was sie mögen, sehr, sehr lieben. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ich bin großer Fan von The Last Guardian. Ich kann es aber auch verstehen, wenn Leute sagen so, ja, ist nichts für mich. Aber oftmals fühlen sich halt auch einfach Menschen, und das kann auch vielleicht daran liegen, dass Videospiele auch oftmals einfach ein relativ junges Publikum haben, die einfach noch nicht gelernt haben, sich damit auseinanderzusetzen, dass es okay ist, wenn es Menschen gibt, die etwas nicht mögen oder etwas anders sehen. Und ja, das ist dann eigentlich schon ein Punkt. Das ist ja, ich meine, was passiert, wenn Dizzy sagt, was passiert für dich persönlich, wenn dich persönlich in dem Fall Final Fantasy 15 Fan unterstrich vorne hinten im Twitch-Chat, hi, was passiert oder was ändert sich in deinem Leben, wenn Dizzy sagt, ja, Final Fantasy 15, das ist nichts für mich. Nichts. Es ändert nichts daran, wie du das Spiel spielst, es ändert nichts daran, wie du das Spiel aufnimmst, wie du es erfährst, wie du es erlebst. Es ist nur eine Meinung. Es sollte im Idealfall auch nicht verändern, wie du Dizzy siehst. Ja, es ist doch vollkommen okay. Dizzy mag keine Paulaner Spezi. Ey. Er ist trotzdem auf meiner Liste der tolerierbaren Menschen. Oh. Ich weiß nicht, warum man unbedingt mit seiner eigene Meinung und sowas. Aber warum man mit manchen Sachen so extrem hausieren läuft, ja, wenn mir jetzt ein Spiel nicht gefällt. Und dann gehe ich in den Stream rein. Das Spiel ist scheiße. Dann sehe ich den in den nächsten. Das Spiel ist scheiße. Weißt du, dieses Extreme. Wenn ich bin zum Beispiel ein großer Mass Effect-Fan. So. Ich weiß, ich falle dann in eine Rolle, dass ich nicht objektiv darüber mich äußern kann, und deshalb schreibe ich gar nichts in anderen Chats. Wenn jemand nicht Shepard nimmt, ja, den männlichen John Shepard, da bin ich schon getriggert. Schreibe ich einfach nicht, weil wen interessiert das? Denke ich immer so, warum muss ich jetzt meine Meinung jemandem anderen so extrem kundtun? Das ist genauso, als wenn in China ein Sack Reis umfällt. So viele Dinge von dieser... Habt auch Spaß, wenn es dir nicht passt. Das ist was ich nie verstehen werde, warum man irgendwo reingeht und Sachen so kaputt redet. Wenn es dir nicht gefällt, dann mach doch aus. Du musst es doch nicht angucken. Du musst nichts darüber lesen, und ich verstehe das nicht. Du kannst dir ziemlich sicher sein, dass dieser Mensch ziemlicher Fan von etwas anderem ist. Und er fragt sich dann, warum spielst du nicht dieses Spiel? Aber warum geht er denn nicht in einen Stream rein, wo das dann, oder irgendwo, wo das gespielt wird, und feiert das? Das ist halt... Diese Natur verstehe ich nicht. Diese Zeit, die ich dafür aufbringe, irgendetwas nicht zu mögen und das anderen Leuten kundzutun, die könnte ich mit so geilen Sachen anders verbringen. Mit Sachen, die mir Freude machen. Ne? Also das ist so... Das ist natürlich auch Anonymität im Internet, ne? Ist ja super einfach, auch einfach mal zu schreiben, ja, Dizzy, du magst keine Paulaner Spezi, ich werde dich finden, und dann reiß ich dir den Arm ab und verprügel dich damit. Echt? Ich dachte, du willst mir eine Spezi anbieten und mich zu deinem Glauben bekehren. Ja, jetzt, weil ich dich persönlich gerade sehe. Das wäre viel zu einfach.
Natürlich. Wenn du das nächste Mal den Stream anmachst, dann genau. kommt mein zweiter Account, Jimmy Lee Billy Bob 2015. Unterstrich HD LP. XX Neo. Und dann schreibe ich erstmal, was wirklich in meinem Kopf vorgeht. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber ich finde diese ganzen Diskussionen um Dinge generell sehr, sehr schwierig. Also auch gewisse Themen werden sehr, sehr schwierig behandelt irgendwie. Und immer, es gibt immer so große Wellen und das ist halt so. Gerade ich merke das ja, wenn zum Beispiel jemand schwul oder behindert als Schimpfwörter benutzt, muss ich mittlerweile auch sagen, ich finde es auch nicht mehr so gut. Also was heißt, ich finde es auch nicht mehr so gut? Das klingt falsch. Ich finde es nicht gut, dass diese Worte so in diesem Zusammenhang benutzt werden, weil das hat man mit 14 gemacht, das braucht man nicht mehr im gehobenen Alter machen. Nichtsdestotrotz finde ich, dass auch dort, und das zähle ich mal als Gaming-Industrie dazu, weil wir ja auch im Let's Play-Bereich und so weiter und so fort unterwegs sind. Ich weiß nicht, es ist einfach so, I don't know, jeder Hinz und Kunz und ich finde es manchmal wirklich sehr schwer, denn jedem ist halt so mal so ein Ding schon mal passiert, ja, wenn du jetzt nicht gerade rausgehst und SH durch die Gegend schreist und sagst, oh Gott, das war ein Malheur. Das ist, ich weiß nicht, ich finde, das wird sehr viel Wert auf solche Dinge gelegt. Und dann aber auf der anderen Seite, wenn wir wieder noch ein bisschen weiter reingehen, dann, ja, nee. Ich weiß nicht, mit Cancer und Krebs, das sind einfach so Dinge, die sind, das ist auch nicht witzig so. Natürlich ist das nicht witzig, aber du kannst jetzt nicht den Feldzug des Internets lostreten und alle Leute vernichten. So, und da geht's halt wieder, da finde ich, geht diese Political Correctness wieder ein bisschen zu weit, weil, hey, du kannst Leuten sagen, hey, ich banne Leute dafür, simpel. Also davon mal abgesehen. Ich hau die Leute raus, weil das dämlich ist. Aber es gibt halt auch Menschen, wo du weißt, da ist es halt einfach mal, ich weiß es nicht. Gerade wenn du jetzt, sag ich mal, als Streamer unterwegs bist, ich zum Beispiel, und das, ich rede jetzt mal von mir selber, wie viele Tweets ich lösche, die ich nicht abschicke, weil ich weiß, dass das irgendwem auf die Füße gehen könnte. Und ich habe hunderte Tweets schon gelöscht. Hunderte. Und das ist das Problem, was ich für mich selber, und ich rede jetzt von mir selber, ich rede jetzt hier nicht von dieser Debatte, was halt so gerade aktuell ist, sondern einfach eine Meinung kundzutun, die man ganz schnell wieder revidiert, weil man weiß ganz genau, wie das Internet funktioniert. Und dann hast du instant eine Diskussion an der Backe, warum du jenes und welches und so gesagt hast. Und das finde ich sehr schwierig. Ich finde es wirklich sehr schwierig, dass man an manchen Stellen sich einfach nicht äußern kann. Ich möchte an dieser Stelle den Philosophen und deutschen Sprechgesangskünstler Yuzu Yu zitieren, der einmal gesagt hat, übertreib nicht deine Rolle. Übertreib nicht deine Rolle. So, ey, du magst Battlefield. Das ist schön. Muss jetzt nicht unter meinem Call of Duty-Artikel schreiben, dass Call of Duty das Schlimmste ist, was der Videospielwelt passiert ist. Du kannst sagen, so, ey, mag ich nicht, weil, und dann finden wir eine Diskussion. Und am Ende kommen wir zusammen oder nicht. Aber du musst nicht sagen, Guru, du bist ein dummer. Du hast keine Ahnung, bist gekauft von Activision. Übertreib's nicht. Übertreib's einfach nicht. Einfach nicht die Rolle übertreiben. Und dann können wir alle miteinander leben und Paul einer Spezi trinken und Dizzy trinkt, was immer er auch trinkt. Kuro auf dich. Cheers. Einen grünen Tee. Mach ich doch mit. Wir haben hier noch keine Sendelizenzen, das ist ja noch kein Product Placement. Mehr Fragen. Wir haben doch, ja. Welche Games-Magazine habt ihr früher gelesen? War die das Nintendo Club-Magazin bekannt? Ja. Ein Muss? Welche Rubriken müssen Fall drin sein? Club Nintendo-Magazin-Mitglied. Natürlich. Ja. Ich hab da sogar angerufen.
bei der Nintendo-Hotline, um zu fragen, wie ich weiterkomme. Abgesehen davon habe ich sehr, sehr gerne die G gelesen, die es leider nicht mehr gibt. G-Magazine. Ansonsten die Edge lese ich hin und wieder noch ganz gerne. Und Game Informer. Also eher so Magazine, die nicht so aussehen, als wär's die Bravo. Also ich mag halt einfach auch ein schönes Design. Und viele Spielemagazine, klar, müssen sie halt so machen, weil verkauft halt mehr Auflagen, sind halt sehr, sehr knallig. Und ich mag so ein schönes, schlichtes Design, wie es die G hatte, wie es die Edge hat. Game Informer ist auch sehr, sehr hübsch. Und wenn wir es vielleicht die Frage ein bisschen erweitern und ich beantworte erst den Rest der Teil der Frage. Was ein Spielemagazin aktuell sein kann wie Internet, sind mir Rubriken wichtig, die halt wieder meinungsstark sind, die zeitlos sind. Weißt du, du musst mir nicht sagen, warum was für eine Wertung Horizon Zero Dawn bekommen hat, setzt dich vielleicht lieber mit der Welt auseinander von Horizon Zero Dawn und was sie so interessant macht. Sowas lese ich gerne. Weil das sind halt so Artikel, die einzigartig sind. Und darüber, finde ich, kannst du dir auch dann so eine eigene Identität schaffen. Klar, liest kein Mensch, die G gibt es nicht mehr. Ja. Kurze Frage, war ich kurz weg oder war Kuro kurz weg? Nee, cool. Kuro war kurz weg. Okay, du hattest Internet. Alles gut, du bist wieder da, alles schick. Ich glaube, man hat alles verstanden. Ja. Oh, sorry. Ich lade gerade noch Pornos hoch. Hoch! Moment, stopp, nein, das wollte ich nicht sagen. Hoch, interessant. Ich habe früher sehr viel die GameStar und die damals Play 3, jetzt heißt sie Play 4. Das habe ich sehr viel gelesen. Ja, Punkt. Ich habe auf jeden Fall Club Nintendo Mitglied war ich. Mehrere Jahre. Ich hatte auch immer die Komplettlösung. Zum Beispiel die für Super Mario Bros. 1, 2, 3 hatte ich bei mir zu Hause liegen. Und diese ganzen Komplettlösungen auch für Zelda. Die Play 3 hatte das früher auch hinten drin, so für manche Spiele und so. Das war... Ja. Bestseller Games. Bestseller Games? Kennt ihr jemand? Nee. Uraltes Spielemagazin. Da waren Vollversionen zu PC-Spielen drin. Zum Beispiel Mitte der 90er Indiana Jones Fate of the Atlantis. Bestseller Games. Mit Lösung. Fantastisches Magazin. Weil Vollversion dabei. Herrlich. Ich liebe die Bestseller Games. Möge sie in Frieden ruhen. Ansonsten, klar, GameStar, als ich jung war, und N-Zone habe ich viel gelesen, weil ich halt dann, das war quasi, ne, das, was Sally gerade gesagt hat, PlayStation war für mich dann Nintendo eben. Da habe ich mir meine Infos über Nintendo rausgeholt. Die waren alle super parteiisch. So diese ganzen, die sich immer nur auf eine Konsole bezogen haben, diese Magazine. Waren sowieso alle Tests immer 10 von 10. So, dann brauchst du eigentlich gar nicht irgendwie zu lesen, die Tests. Aber so, die hat man früher auch eher gelesen, damit man sieht, was kommt eigentlich im nächsten Monat raus und was könnte man sich eventuell kaufen oder sowas. Also das, GameStar und und dann in meiner WoW-Zeit auf jeden Fall die Buffed. Die habe ich auch, ja. Also ich auch da habe ich die erste Ausgabe damals sogar noch gekauft, Das war mega. Aber was Debbie gerade sagt, ist, das ist einfach, man hat sich damals mit den Zeitschriften informiert, was es noch für Spiele gibt, weil Internet war nicht. Gab's noch nicht so. Ne? Also, ja, ich bin schon ein bisschen älter. Auch wichtiges Magazin meiner Kindheit. Der Quelle-Katalog. Und Neckermann. Ja. Oh, Videospiele? So viele Videospiele gibt es? Ach so. Ja, stimmt, bei Otto. Was? Oh, Gameboy, Hardware, Zubehör. Ja, das stimmt. War nice. Ich habe immer Kringel gemacht. Ja. Das wünsche ich mir und das wünsche ich mir. Und oh, das sieht aber gut. Hast ja nur das Cover gesehen. Das wünsche ich mir. Ja, so hast du halt damals. Und geträumt in der Sega-Abteilung. Damals, als man Videospiele noch mit Cover. Hast du keinen Sega gehabt?
ausgewählt hat. Oh. Und nicht so, ah, das hat jetzt aber nur eine 89. Ja, ja, das Cover, oh, das sieht gut aus, guck mal, das spiele ich. Was ich mir dafür schon für Gurken geholt habe, nur weil das Cover gut aussah. Aber auch Perlen, ich habe letztens von gesprochen, kennst du Blazing Dragons? Natürlich kann ich, ich liebe dieses Spiel. Das ist so Schwafelrunde. Oh, das ist so toll gewesen. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe sogar noch hinten ein Lösungsbuch, was irgendjemand mal geschrieben, keine Ahnung, wie ich das darauf gekommen bin, so ein kleines Ding. Es ist so ein tolles Spiel gewesen. Bin ich durch Zufall drauf gekommen. Am Ende mit dem Daumen catchen? Ja. Und dann, wo du nicht blinzeln darfst? Ich muss immer an die Verrückte denken, wenn du hinkommst zu der Bohnenranke und mein Spiel. Oh, es war so schön. Gut. Ja. Endlich mal ein Mensch, der Blazing Dragons kennt. High five. Hi. Super gut gewesen. Ich habe übrigens keine Zeitung gelesen. Nicht eine. Echt nicht? Mm-mm. Oder ist das jetzt so ein... Mm-mm. Nee, ist kein Scheiß jetzt. Ich habe bis ins hohe Alter keinen Computer gespielt. Auch keine Konsolen. Gar nichts. Ich habe Sachen kaputt gemacht draußen im Wald. Mofas gefunden. Und mit denen rumgecruised. Ich meine das wirklich, todernst. Ich habe nie. Das waren die anderen Magazine. Ich habe keine Magazine gelesen. Kein einziges. Nicht mal. Also, meine Freunde haben Magazine gelesen, währenddessen sie in den Pausen im Kiosk waren und so. Und ich habe da nichts gemacht. Wirklich nicht. Gar nichts. Deswegen raste ich ja jetzt auch so aus. Ich lebe sozusagen jetzt meine Kindheit. Jetzt an dieser Stelle bitte das Futurama-Meme-GIF. Not sure if. Ich troll jetzt gerade nicht rum. Ich meine das jetzt gerade wirklich ehrlich. Ich habe keine Zeitung gelesen früher. Ich habe keinen Computer gespielt. Ich habe sehr spät damit angefangen. Also währenddessen mein bester Kumpel kann das bezeugen. Der hat mich da irgendwie so ein bisschen mit hingebracht zum Computerspielen und so. Der hatte stapelweise von diesen Zeitungen überall rumliegen. Und dann bin ich immer da hingekommen und sage mir so, wow. Okay, gehen wir jetzt raus. Während wir geweint haben, weil wir die Scheiben für Monkey Island nicht mehr gefunden haben. Und, ich muss das Spiel noch mal kaufen, weil die sie halt im Wald. Während ich Pac-Man gespielt habe, als ich noch nicht mal im Kindergarten war. Ich war echt, ich war wirklich nur draußen. Fahrrad unterwegs und überall in die anderen Dörfer gefahren und so. Gut, das habe ich auch gemacht. Ja, aber ich habe das jeden Tag gemacht so. Ja. Ich bin von der Schule nach Hause, Ranzen weg und weg. Und das aber jeden Tag. Komme, was wolle. Ich habe meinen Ranzen meistens vergessen. Eine kleine Fußballliga in meinem Block organisiert. Und mein Turnbeutel. Für die Schule? Du hast deinen Schulranzen vergessen. Ich habe den in der Schule häufig vergessen, ja. Bin ohne losgegangen, habe zuerst gemerkt, dass ich zu Hause ankam. Und ja. Ich bin mal zur Schule gegangen, habe gemerkt, dass ich, als ich angekommen bin, noch mein Pyjama anhatte. Ich bin einmal mit Hausschuhen rausgegangen. Ich bin einmal, ja. Und als ich vor der Klasse stand, wo man die Jacken draußen aufhängen musste, habe ich ich glaube, da war ich in der zweiten oder dritten Klasse. Und habe ich gesehen, dass ich mit Hausschuhen zur Schule gegangen bin. Aber es fiel nicht so auf, weil es war alles so kariert. Und dann dachte ich mir, fuck it. Just wing it. Ich hatte Jogginghosenzeit, da bin ich mit Jogginghose hingegangen. Heutzutage ist das ja normal, nicht? Jogginghose. Ja, du bist ein Trendsetter. Das habe ich damals schon gemacht. Komm, aber wisst ihr, was ich immer mit hatte? Bis ins hohe Alter, ich hatte immer eine Tischtenniskelle im Rucksack. Eine was? Tischtenniskelle. Immer. Nicht schlecht. Ich hatte immer eine Tischtenniskelle mit. Von der Grundschule bis zum Gymnasium. Mit Bällen drin, falls irgendwo eine Platte ist und irgendeiner will. Ich ein Gameboy. In jeder Pause, ob 5 Minuten oder 20 Minuten, schnell runter in den Tischtennisraum. Okay, schnell wieder hoch. Lange Pause! Schnell wieder hoch! Plecke. Nicht Kelle. Wo kommst du denn her? Ah, was mit dir? Das ist eine Kelle. Plecke. Schläger? Kelle. Gameboy. Mehr Fragen. Los. Mehr ist gar nicht. Das war's jetzt. Was? Echt? Ja, mehr ist nicht. Den Rest haben wir durch. Außer hier, irgend so ein Captain K hat geschrieben, gleich Plankenschnack Action beim Kecken hat sie Dizzy, der supergeiles Paulaner Spezi nicht trinkt. Eine Frage an ihn, bist du eigentlich so erotisch oder habe ich mich verschrieben? Wow, ja, bin ich. Der.
Gucken. Ich glaube, das waren mehr geblockt als 140 Zeichen. Nee. Ich bin mir nicht sicher. Nein. Aber wir können den Streamer der Woche reindreschen noch, oder? Wollen wir? Ja. Wenn wir so... Ah nee, du hast ja noch die... Oh, wir haben ja was... Oh, Slappy! Aber die sind schnell, die Twitch-News. Es ist deine Zeit. Ich bin nachtragend und beleidigt. Ich mach wieso? Oh, du sitzt dich auf rumzuschmollen. Was ist denn mit dir? Hast du schon wieder Link als Zelda bezeichnet? Oder? Oh. Ah. Ich lach mich tot. Okay. Ja, dann jetzt mal, Slappy, aber mach mal ein bisschen Elan und Feuer in deine Anmoderation hier. Die Twitch News. Präsentiert von mir. Aber wo ist das? Du baust immer mehr ab, Slappy, von Woche zu Woche. Du kriegst eine... Piep, piep, piep. Die Twitch News. Da ist kein Feuer drin. Die Leute, guck mal, jetzt sitzen die da dran. Piep, 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 piep. Meine Damen und Herren, willkommen zur Twitch News mit mir, Herrn Slapsticker. Zum Beispiel, da musst du. Piep, 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 Twitch News, Echo. Okay, let's go. Es gibt jetzt Events in der Twitch-App. Und auf Twitch im Allgemeinen. Die heißen auf Deutsch Ereignisse. Und die kann man zum Beispiel, wenn man ein 24 Stunden YOLO-Stream macht, um seine Sendelizenzgebühren für den April einzuholen, kann man das jetzt vorher schon planen, die Zeit eintragen und dann können Leute auf den Knopf drücken und sich das in ihren Kalender direkt übertragen, dass sie auch direkt erinnert werden. Oh. Das ist voll gut. Cool. Werde ich nie nutzen. Oh, ja, auch nicht, weil ich nie plane. Die Möglichkeiten, die man... Wow. Alter. Ja, das finde ich cool. Dann gibt es neue Transcoding-Optionen. Waren ja schon lange angekündigt, sind jetzt drin. Das heißt, man hat nicht mehr Quelle, hoch, mittel, gering, was ab hoch schon gering eigentlich war und nur noch mehr Pixel in den Matsch reingebracht hat, sondern hat jetzt tatsächlich, wenn jemand mit 1080, was übrigens jetzt auch geht, 1080, 60 FPS streamt, kann man dann direkt runterschalten auf 720, auf 900, ich weiß jetzt nicht genau, wie die aussehen. Auf jeden Fall hat man nicht mehr diesen Matsch, sondern es ist alles ein bisschen kleiner geworden, weil Twitch ja auch jetzt erlaubt, mit 6000 Kilobit die Sekunde zu streamen. Und das ist sehr wichtig. Ja, bitte. Glaubst du, glauben Sie, dass die Leute das peilen? Dass das gemeine Fußvolk ja nicht lieber so, oh, Qualität hoch, niedrig hätte als ja, von YouTube irgendwas. Ja, aber das Schöne ist, es gibt jetzt auch den Automodus für die Leute, die das nicht peilen, die, wenn sie zu schlechtes Internet haben, das runterskaliert automatisch. Jo. Also habt ihr keine Peilung, stellt auf Auto. Oh. Twitch denkt mit. Wow. Amazing. Dann gibt's den Inspektor, nicht den Beat-Inspektor oder wie der hieß, ich weiß gar nicht mehr. Inspektor Gadget. Oder Inspektor Gadgets, genau. Sondern, wenn man gestreamt hat, kann man auf, wie geht die Seite nochmal, inspektor.twitch.tv klicken. Oder gehen da drauf. Und dann kann man sich schön angucken, wie der letzte Stream zum Beispiel von der Qualität war. Wirklich mit Graphen und allem drum und dran. Da werden dann direkt Tipps gegeben, was man besser machen kann, wenn man irgendwas nicht so gut gemacht hat. Oh, nee. Sieht ganz schön aus. Wesentlich hübscher als jetzt noch vorher im Dashboard, wo dann einfach nur stand, alles gut, mach weiter so. Aber man hat super viele Fehler gehabt die ganze Zeit. Ich peile das eh nicht. Also muss ich nicht noch mir irgendwas anschauen, wo steht, wie ich besser machen könnte, was ich nicht peile. Ja. Bin froh, dass ich Farbe habe in meinem Stream. Ja, es reicht. Leute sollen die Fresse halten. Die haben Farbe. War das gerade mal eine Anspielung? Nee, das war tatsächlich eine Anspielung. Ich bin froh, dass mein Stream, ich Farbe hab. Dass da Frames Hello, Dark. Passieren und dass das Stream Farbe hat. Also früher gab es Fernsehen, das war auch nur schwarz-weiß. Naja gut, aber stell dir vor,
Klein Kuro fängt an zu streamen, will die beste Qualität raushauen, hat aber nur 500 Kilobyte Upload und streamt dann mit 1080, 60 FPS auf 500 Kilobit die Sekunde und wundert sich, warum ihm keiner zuguckt. Dann kann er jetzt auf inspector.twitch.tv gehen und dort sehen, dass er ein Depp ist. Ach so, das heißt, es ist gar nicht so wichtig, was ich streame, sondern wie ich streame. Ja, genau. Nackt. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch auch Minesweeper spielen, aber wenn es 1060p auf jeden 80 Fall. Frames ist, ja. Dann ist es super. Dann bist du der Magge. Stell sicher, dass du das auf jeden Fall in eckige Klammer in deinen Streamtitel packst. Ja. 1060p, 80 Frames. Ja. Und dann schreib aber noch rein irgendwas, weil aktuell Winner, Winner, Chicken Dinner, 3 per Day und krassester Magger EU. Ever. Bester Minesweeper. Ja, oder dann die Ironietitel gehen natürlich auch, dass deine Mama dich 2017 zum besten Gamer des Jahres gekürt hat, damit du natürlich die andere Seite wieder auf die Schippe nimmst. Oder man denkt sich einfach mal einen eigenen verschissenen Titel aus und macht nicht das, was alle anderen auch tun. Okay. Ich schreibe immer, Kuro spielt. Spiel. Ja, war gut. Reicht doch. Ich bin ja simpel. Ich bin ein simpler Mensch. Ich bin simpel. Simple Information. Ich glaube, das war's, weil das andere, das vierte, was ich drin habe, das ist Twitch Presents. Das ist schon vorbei und das ist jetzt keine Twitch News mehr. Das ist nur Twitch Olds, nicht News. Streamer der Woche. Auch gut. 60p, 1080 Frames. Ich glaube, das wird auch bei Minesweeper, wäre das egal. 60p. Reicht doch für alle Bomben. Direkt wie das erste so, wo klicke ich hin? Zack, direkt auf die Mine. Verdammt, schon wieder. 24 Frames reichen, das Auge kann eh nicht mehr als 12 sehen. Ich glaube, es gibt auch. Ja. Das stimmt. Ich hatte gerade was im Auge, Mensch. Entschuldigung. Der Minesweeper versteht von den Regeln her. Gibt es nicht. Streamer der Woche? Beamer der Woche. Streamer der Woche. Ich fange an. Ich mache. Nee, okay. Willst du anfangen? Ich rede heute sowieso nicht so viel. Na dann fang an, du hast den netten Herrn gewählt, genau. Warte, ich muss das noch schnell umstellen. Okay. Ist es umgestellt? Dressed on Fire. Ja, Dressed on Fire, ich schaue da seit Monaten immer wieder rein. Ich glaube, man kennt ihn sehr durch die Dead by Daylight Streams. Er spielt aber auch alles andere, was es gerade so auf dem Markt gibt, wie Mass Effect oder XCOM. Ich habe XCOM sehr, sehr gerne bei ihm gesehen. Ein sehr angenehmer Streamer, wo man auf jeden Fall mal reinschauen kann. Ich kann heute nicht so viel reden. Die Stimme geht immer mehr weg. Ich find's gut. Ich find's gut. Das erinnert mich. Ich habe so ein Flashback an die Dreamhack, wo du neben mir gesessen hast und ich das in live hören konnte. Seitdem diese Kehlkopfentzündung war, kriege ich so schnell an den Stimmbändern. Es geht einfach ruckzuck. Aber ich nehme hier Halo Boys. Haben wir alle gesehen, war ein weißer Fleck. Ja, es bringt doch momentan nichts. Ich weiß nicht, warum das bei anderen Leuten was bringt. Bisschen grau war auch noch mit drin. Also der Marco ist wirklich ein sehr, sehr angenehmer Streamer. Sehr gut in Dead by Daylight. Und meine Empfehlung, mein Streamer der Woche. Sehr angenehm, kann man mal reinschauen. Twist on Fire. Habe ich das nicht gesagt? Ja, ja, doch. Nee, du hast Twist on Fire. Ich hab euch nur noch mal. Wollte das alle. Das? Ich wollte Bonnie das Tyler heiß Cosplay klingt. On point. On point, ja. Ich hab Mario Pavango. Ist ein guter Freund von mir. Spielt gerade PlayerUnknown's Battleground. Ach, wo Wunder. Ist ein netter Typ, hat keine Slendercam mehr. Ich hab ihn lieb, guck da rein. Viel Spaß. Ich fass mich da kurz. Zu Mario, Mario muss man nicht viel sagen. Ist ein netter, so Nebenan-Typ. Das könnte mein Nachbar sein. Wer mein Bruder sein könnte, was er wahrscheinlich auch ist, das Link? Ist der Filmmann. Den hatte ich zwar schon einmal benannt, aber der macht einfach so unfassbar guten Content, wie ich finde, dass der nochmal geshoutoutet werden muss. Wer den noch nicht kennt, was macht ihr falsch? Wo seid ihr in eurem Leben falsch abgebogen, um Filmmann nicht zu kennen?
der schafft es einfach mit allen seinen Events, die er immer und immer wieder macht. Heute hat er zum Beispiel Breath of the Wild durchgespielt, in einem durch, hat angefangen und hat es bis zum Ende durchgezogen. Ich schätze mal, er wird bei knapp 30 Stunden geblieben sein. Ich habe 141 Stunden getippt. 141? Ja, Mist. Knapp ich hatte 27,35. Ich glaube aber, damit lag ich nicht ganz so richtig. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Der ist witzig, der ist cool, der unterhält und er ist einfach einer der besten Streamer auf dieser Plattform. Punkt. Ich kann nirgendwo hin. Ich weiß, dass er gehostet ist. Ich kann nichts machen, Leute, weil Twitch das Design geändert hat. Ich muss mir diesen Hostgrad reinziehen. I'm sorry. Es tut mir leid. Ich finde. Aber wir können ja auch zum nächsten Host von Kuro gehen. Ich möchte kurz anmerken. Filmern ist so ein bisschen wie ein Otter. Süß. Man denkt so, oh, putzig. Aber dann vergewaltigt er Pinguine. Oder was machen die Otter? Essen ihre eigenen Babys? Irgendwie sowas. Sie nehmen Steine und öffnen damit Muscheln. Oder so. Irgendwas Perverses eben. Mein Streamer der Woche hat auch einen Host drin. ist Deadly Slop. Kanadier. Nein, Deadly Slop, ich habe jetzt vor kurzem angefangen, Escape from Tarkov zu spielen und ich war auf der Suche nach Menschen, die mir das Spiel ein bisschen näher bringen können. Und da habe ich Deadly Slop gefunden auf YouTube am Anfang und habe mir dann gedacht, ach, guckst du mal bei Twitch. Spielt halt, glaube ich, vorrangig so Survival-Kram. Etwas, was ich aktuell sehr gerne mag. Spielemäßig. Und ich finde, er ist relativ angenehm. So, nicht so ein Krawallmensch, der die ganze Zeit nur schreit und ausrastet. Und er ist Kanadier. Kanadier sind sowieso die besseren Menschen. Okay. Die Empfehlungen stehen im Chat. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Sind wir schon fertig? Können wir winken? Kuro, nee. Kuro, für dich, du bist ja hier der Gast. Du hast hier das Schlusswort heute. Du schließt die Runde, wenn wir fertig sind. Danach, das Ende hast du. Die Abmoderation. Wann immer ihr das Verlangen nach jetzt einem noch nicht. Ginger Ale. Noch nicht. Verdammt. Warum macht das jedes? Ich bin gespannt, was du zu Ginger Ale zu sagen hast. Weiß auch nicht. Jedes das Schlusswort. Ja, aber das ist so. Ich habe extra noch. Drei andere Leute noch. Ja. Das habe ich extra noch gesagt. Und die Leute hören immer nur am Anfang, du hast das Schlusswort. Und danach so, okay, jetzt halte ich. Was? Mein Name wurde gesagt? Ich muss mitreden? Okay, let's go. Dankeschön, dass ihr alle da wart. Verzeiht nochmal die technischen Störungen. Verzeiht meinen Auftritt heute, weil mich hat es ein bisschen gewurmt. Die Regie ist leider nicht da. Ich musste das schnell mir aus dem Rücken leiern, dass das hier so steht, wie es steht. Ist aber nicht so wie immer. I'm sorry. Verzeiht die Lags. Wir haben ungefähr 17.000 Frames gedroppt. Yippie-ki-yay. So viel droppe ich in einem Monat normalerweise. Dankeschön, Kuro. Es hat mich gefreut. In der Tat hat mich das wirklich sehr gefreut, weil du sehr redegewandt bist und ich höre dir gerne zu. Oh. Dankeschön an Slabby und Sali. Sali, dass du dich erhoben hast aus deiner Ruhephase. Und das noch mit uns gemacht hast. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Nacht. Folgt uns bei Twitter. Übrigens, der junge Mann hier unter mir heißt, schräg unter mir heißt The Flens und nicht The Fans. Ich weiß, Flens mit L. I'm sorry. Nur Twitter-Account mit the Fans. Und habt eine schöne Woche. Lasst euch gut gehen und bis dann. Ich mach mal schnell. Wenn ihr schon mal immer. Wow, hallo. Achso, wenn du schon mal immer. Es sind immer noch zwei übrig. Mann! Ja, zwei. Ich hol mir Kinder Pinguin. Ich komm nicht mach wieder. Das. Da, er ist Pinguine. Jetzt sehen wir, jetzt Alter. Sehe ich mich doppelt. Hallo? Was? Ach so, lol. Ja. In der Reflexion. Da siehst du, das er nur... hat seinen Helm noch gar nicht angezogen. Das soll er vielleicht mal tun. Er hat nur Slabby riesengroß.
Was ist da los? Es war echt schön. Dankeschön für diesen wunderbaren Sonntag. Auch wenn heute nicht alles perfekt gelaufen ist, das passiert mal. Ich rede noch. Du bist noch nicht dran. Ich rede noch. Du hältst die Klappe. Es war wunderbar. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Dankeschön, Kuro, fürs Dasein. Warte gerade, dass du das Ding inhalierst. Ist so Oh, come on, Slippy. Von mir auch. Vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart. Dass du da warst, wenn Danke. Du dein Pinguin isst. Lass dir schmecken. Kuro, war schön mal mit dir gesprochen zu haben. Ich kannte dich bisher nur von Gameswelt eben. Ich hoffe, die Fragen waren nicht zu persönlich. Die waren alle gut. Wie geht's dir eigentlich so? Nee, Spaß. Du hast deinen Helm uns noch gar nicht präsentiert, by the way, wenn ich das mal kurz noch sagen darf. Ansonsten, ja, danke Dizzy, dass du ganz schnell alles hier hochgezogen hast, obwohl so knapp alles war. Das fand ich auch schön. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gesehen. Oh nein, absolut nicht. Heute danke ich mal nicht der Regie. Heute trete ich mir mal in den Arsch. Ja, ansonsten danke alle und bis in 2 Wochen. Und nun? Also. Wenn du ihr darfst. Schon immer mal, oder wenn ihr das Verlangen nach einer Ginger Ale habt, aber ihr keine Ginger Ale in der Nähe stehen habt, aber ihr wollt Ginger Ale trinken, dann kann man euch helfen. Es ist sehr einfach, indem ihr einfach Ihr braucht 2 Dinge. Sehr viel Cola, sehr wenig Sprite. Nehmt ein Glas, füllt es zu 7/8 mit Cola? Mit Cola und mit Sprite mischen und dann habt ihr Ginger Ale. Schmeckt genau gleich. Ich kann hier nicht atmen. Das ist sehr stickig. Aber ich zur Verabschiedung sage ich das hier. I will not lose another pilot. Tschüss! Du musst winken, Kuro, irgendwie. Winken, Kuro, tschüss! Ciao! Ciao!